Zeit zu fahren, Herr Dr. Baumann. Schon? Komm ich. Papa ruft. Ja. Kommt. Sie wissen ja, wo ich bin. In der Gertraudenstraße. Ich weiß es, Herr Professor. Jedenfalls, was ich zu tun. Land Martin. Unser lieber Bruder Edgar ist doch nicht schon da? Hast du jemals erlebt, dass der rechtzeitig aus dem Krankenhaus gekommen ist? Guten Abend, Herr Professor. Guten Abend, Herr Schütze. Aus der Klinik rausgekommen. Eine Entscheidung ist zu treffen, Edgar. Die Umstände, die uns zu dieser Entscheidung zwingen, sind seit langem bekannt. Es ist, meine ich, trotzdem nicht überflüssig, sie noch einmal in Erinnerung zu bringen.
Uns bedroht nicht nur die wirtschaftliche Entwicklung, die unverändert schlecht ist. Uns bedroht auch die politische und die ist womöglich noch schlechter. Sie lässt sich in Zahlen ausdrücken. 12, 107, 230. Nach der Maiwahl 28 gab es 12 Nazis im Reichstag, nach der Septemberwahl 30 107 und nach der Wahl vom letzten Juli 230. Sie haben sich in gut 4 Jahren fast verzwanzigfacht. Am kommenden Sonntag wird wieder gewählt. Bestenfalls bleibt nach der Wahl alles, wie es ist. Schlimmstenfalls wird Hitler Kanzler. Was das für uns bedeuten würde, muss ich euch nicht erklären. So sehr wir auch hoffen, dass dieser schlimmste Fall nicht eintritt, so leichtfertig wären wir uns nicht darauf vorzubereiten. Wir, Herr Brieger, Herr Hinze und ich, haben die sich bietenden Möglichkeiten gründlich durchgesprochen. Unser Syndikus Professor Mühlheim teilt unsere Sorgen und hält es wie wir für erforderlich, die Firma vor allen Eventualitäten zu sichern. Die Frage ist, wie? Wir haben, wie ihr euch erinnern werdet, schon einmal überlegt, unser Familienunternehmen in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln, uns aber bisher aus persönlichen Gründen noch nicht dazu entschließen können. Es ist nun an der Zeit, ernsthaft darauf zurückzukommen. Ich schlage daher erstens vor, diese Aktiengesellschaft jetzt zu gründen und ich schlage zweitens vor, mit der uns aus früherer Zeit gut bekannten Firma Heinrich Welz in Verhandlungen einzutreten, die die Fusion beider Betriebe oder wenigstens eine engere Zusammenarbeit zum Ziel haben. Ein Entschluss, der keinem von uns leicht fallen wird, aber entschließen müssen wir uns. Ich bin kein Schwarzseher, aber ich mache mir keine Illusionen. Hitler ist groß geworden mit der Krise und er wird mit der Krise enden. Aber noch ist kein Ende der Krise abzusehen. Also auch kein Ende Hitlers. Und so ist es ganz einfach, ein Gebot geschäftlicher Vernunft, mit dem Schlimmsten zu rechnen. Tja. Was meinst du, Gustav? Das ist, wie Martin sagt, kein leichter Entschluss. Er will überlegt sein. Es waren gute Gründe, die gegen eine Aktiengesellschaft sprachen. Wir sind eine Familie. Ich versuche mir vorzustellen, wie das sein wird, wenn dieser Welz hier mit am Tisch sitzt und mitredet. Und wie denkst du dir diesen Zusammenschluss? Soll Welz namentlich in die Firma, wird umgetauft in Oppermann und Welz oder wie? Wir denken an einen neutralen Namen. Sie meinen an einen nicht jüdisch klingenden Namen? An einen neutralen Namen. Und an welchen? Die neue Firma könnte Deutsche Möbelwerke AG heißen. Und das bedeutet, wir streichen unsere Namen durch und verstecken uns hinter einer anonymen Aktiengesellschaft. Das mag vernünftig sein, aber es gefällt mir nicht. Und sind wir nicht zu vernünftig, wenn wir schon jetzt auf ein Ereignis reagieren, das noch gar nicht eingetreten ist? Noch ist Hitler nicht Kanzler. Und nicht nur ich bezweifle, dass er es hier werden wird. Er regiert noch nicht, Dr. Oppermann. Aber er haust vorher schon ganz schön. Sie schmieren uns nachts die Schaufensterscheiben voll mit Davidsternen und Sauereien. Sie pöbeln die Kundschaft an. Sie schicken uns massenhaft ihre Sudelbriefe, wann endlich wir dreckigen Judenschweine uns rausscherten aus Deutschland. Und das wirkt. Alte Kunden werden ängstlich und springen ab. Leider wahr, Herr Dr. Oppermann. Andere jüdische Firmen haben mit Namensänderungen gute Erfahrungen gemacht. Es kommt vor, dass Kunden, die eine Firma boykottieren, weil sie jüdisch ist, dann bei einer anderen Firma mit neutralem Namen kaufen, die in Wirklichkeit natürlich eine Tochter der boykottierten jüdischen Firma ist. Schön finde ich es auch nicht, Dr. Oppermann, aber es funktioniert. Wir sind nicht die Ersten, die das machen müssen und wir werden auch nicht die Letzten sein. Es ist, wie Ihr Bruder gesagt hat, ein Gebot der geschäftlichen Vernunft. Die Firma heißt, wie wir heißen. Das Möbelhaus Oppermann sind wir. Wir persönlich, wie wir hier um den Tisch herum sitzen. Aber Deutsche Möbelwerke AG, so oder so ähnlich heißen Hunderte. Neutral und persönlich allgemein nichts sagen, wie ein Eisenbahnwaggon. Ich glaube, du musst Martin nicht daran erinnern, was es heißt, auf unseren Namen verzichten zu müssen. Er denkt doch ganz genauso. Wirklich. Kein leichter Entschluss. Der schwerste, seit Großvater das Geschäft gegründet hat.
Edgar und ich haben die Leitung des Geschäfts ganz dir aufgebürdet, Martin. Zwar bin ich als der Älteste der Seniorchef, aber wie du weißt, habe ich noch nie Gebrauch davon gemacht. Du bist der bessere Geschäftsmann und Jacques ist der kompetentere Ratgeber. Wenn du diese Umwandlung für unvermeidlich hältst und wenn Jacques auch dieser Meinung ist, werde ich nicht Nein sagen. Ich auch nicht. Und was ist Ihre Meinung, Jacques? Es bleibt euch gar nichts weiter übrig. Und je schneller es geht, desto besser. Ich würde gerne ein bisschen mehr über Wels erfahren. Wels Vater hat für uns zu Emanuel Oppermanns Zeiten die Möbel hergestellt. Wir hatten am Anfang noch keine eigenen Werkstätten. Als wir uns dann vergrößert haben und die ersten Filialen hinzukamen, wurde es schwierig mit Wels. Er verstand die Zeit nicht. Dabei brauchte man bloß die Augen aufzumachen. Berlin wurde Großstadt, mit 100.000 von Zuwanderern pro Jahr. Auf dem schlesischen Bahnhof kamen sie in Massen an, mit Körben, Federbett und Kinderschar, alles Kunden. Die Leute brauchten Möbel, und zwar schnell und preiswert. Das klappte nicht mit Wels. Er war Handwerker. Zu langsam und zu teuer. Wenn wir so viel verkaufen wollten, wie wir verkaufen konnten, dann mussten wir uns nach anderen Herstellern umsehen. Wir haben dann Aufträge an Fabriken vergeben, die schneller und billiger arbeiten konnten. Und wir haben uns später, nachdem Herr Martin Oppermann die Leitung übernommen hatte, die eigene Fabrik zugelegt, die seitdem unseren Hauptbedarf deckt. Und wie hat Wels das aufgenommen? Na, der Vater hat die Entwicklung nicht mehr miterlebt. Der Sohn mit Erbitterung. Er ist wie sein Vater. Fabriken sind ihm ein Gräuel. Er hat seine Werkstätten Verkaufsläden angegliedert. Wahre Musterbetriebe mit größter Sorgfalt geführt. Er hat geglaubt, wenn er Läden hätte wie wir, dann würde er schon gegen uns aufkommen. Aber er ist nicht gegen uns aufgekommen. Ist er Nazi? Das weiß ich nicht. Das wird er ja keinem auf die Nase binden und mir auf meine schon gar nicht. Und wenn? Für uns kommt es nicht drauf an, was er ist, sondern darauf, was er nicht ist. Kein Jude nämlich. Tja, dann will ich mich also hinsetzen und Herrn Heinrich Wels Junior einen schönen Brief schreiben. Wir hätten gehört, er habe uns gewisse Vorschläge zu machen, die auf eine noch angenehmere Verbindung als bisher hinzielten. Wir wären daran sehr interessiert und bäten ihn, sich zur persönlichen Fühlungnahme baldmöglichst hier im Chefkontor unseres Hauses in der Gertraudenstraße einzufinden. Noch Einwände oder Fragen? Dann bitte ich euch um eure Unterschriften. Es kann sein, Gustav, dass unsere Existenz davon abhängt, ob es uns gelingt, dem Geschäft das Odium des jüdischen Hauses zu nehmen. Habt ihr schon euren neuen Klassenlehrer? Soll heute kommen. Wisst ihr schon, wer es ist? Ein Dr. Vogelsang aus Tilsit. Und was wird aus deinem Referat? Keine Ahnung. Worüber willst du denn sprechen? Über den Humanismus und das 20. Jahrhundert. Ist es nicht etwas problematisch? Schon. Aber es lohnt sich. Dr. Heinzius war einverstanden. Er hat mir sogar zugeredet. Sprich doch mal mit Direktor François darüber. Ich habe mit François gesprochen. Er hat nach Heinzius Tod provisorisch bei uns Deutsch und Geschichte übernommen. Heinzius Fächer. François sagt, er persönlich hat nichts gegen das Thema. Aber er will der Entscheidung des neuen Klassenlehrers nicht vorgreifen. Vielleicht wäre ein weniger allgemeines Thema doch besser. Etwas über einen modernen Autor zum Beispiel. Hm?
Vogelsang soll Nationalist sein. Wer sagt das? Ein Klassenkamerad. Vielleicht nur ein Gerücht. Entschuldigt, ich muss weg. Mach's aber, mein Junge. Ich muss mir mehr Zeit für den Jungen nehmen. Wir haben ewig nicht mehr so richtig miteinander geredet. Und daran, dass sein Lehrer verunglückt ist, hat er gar nicht mehr gedacht. Heinzius war sein Lieblingslehrer. Und Deutsch und Geschichte sind seine Lieblingsfächer. Ich glaube, er macht sich größere Sorgen, als er zugibt. Und das nicht nur wegen des Referats. Ja, warum spricht er dann nicht mit uns? Sprichst du mit uns über deine Sorgen? Du kennst ihn doch. Solange er mit sich selbst noch nicht im Reinen ist, schweigt er lieber. Er ist wie du. Ist das der Neue? Das muss er sein. Aufwacke. Provinz, wo es am dunkelsten ist. Dann gute Nacht. Wie findest du ihn denn? Gefällt Ihnen die Büste, Voltaires, Herr Kollege? Die andere gefällt mir besser. Aber ich kann mir denken, warum Sie dem großen König sein Widerspiel entgegengestellt haben. Dem geistigen Menschen in seiner Größe, den Intellektuellen in seiner Erbärmlichkeit. Gerade der Kontrast kennzeichnet die Würde des Deutschen. Mir allerdings, Herr Direktor, wäre es offen gestanden unangenehm, die Fratze des Welschen den ganzen Tag vor Augen zu haben. Ich glaube, es wird Zeit, Herr Kollege, dass ich Sie Ihrer Klasse vorstelle. Na, Jungs, dann wollen wir mal sehen, wie wir miteinander auskommen. Dann zeigt mal, was ihr los habt. Was habt ihr zuletzt gelesen? Herr Direktor François hat in der kurzen Übergangszeit keine bestimmte Klassenlektüre ausgewählt. Bei Herrn Dr. Heinzius haben wir zuletzt Michael Kohlhaas gelesen. Sehr schön. Kleist. Die Geschichte von dem Manne, dessen Andenken die Welt würde haben segnen müssen, wenn er in einer Tugend nicht ausgeschweift hätte. Das Rechtgefühl aber macht ihn zum Räuber und Mörder. Eine herrliche Erzählung. Na, noch was hängen geblieben? Kleist greift in seiner Erzählung ein tatsächliches Geschehen auf. Und zwar waren 1532 einem Kaufmann namens Kohlhaasen
der sich auf einer Handelsreise von der Mark ins Kurfürstentum Sachsen befand, auf Befehl eines Junkers von Zaschwitz widerrechtlich zwei Pferde beschlagnahmt worden. Nach einem sich über Jahre hinziehenden Rechtsstreit... Danke, ausgezeichnet. Aber ich erwartete eigentlich keinen historischen Exkurs. Mit Geschichte werden wir uns in der nächsten Stunde befassen. Ich erwartete etwas über Kleists Erzählung. Der Inhalt der Erzählung... Ich erwartete auch keine Inhaltsangabe. Mir gilt, damit wir uns gleich richtig kennenlernen, trockenes Wissen, wenig, dem Verständnis von Dichtung, deutscher Dichtung allzumal, ist trockenes Wissen nur im Wege. Das richtet sich nicht gegen Sie persönlich, es geht mir ums Prinzip. Was den Dichter bewegte und was euch bewegt, wenn ihr die Dichtung wahrnehmt, will ich hören. Oder wie der Dichter, von dem die Rede ist, wie Kleist selbst es ausgedrückt hat, nicht was dem Sinn dargestellt ist, sondern das, was das Gemüt durch diese Wahrnehmung erregt, ist das Kunstwerk. Kleist sagt, nicht nüchternes Denken regiere unser Handeln, sondern das Gefühl. Das herrliche Gefühl, so nennt es Kleist, aus dem allein die zum Handeln nötige Kraft quillt. Und was wäre nun für uns daraus zu folgern? Nicht der Beschauliche. Der Handelnde, aus tiefem Gefühl handelnde Mensch muss das Ziel aller Bildung sein. Mir kommt es auf anderes an, als auf eine nur analysierende, kritisierende, historisierende oder ästhetisierende Betrachtung. Intellektuelles Getue imponiert mir nicht. Ich erwarte klare Wertung. Ein Ja oder ein Nein. Was einer für einen Charakter hat, ist mir wichtig. Ob er Willens- und Entschlusskraft beweist, darauf kommt es an. Das sogenannte Wissenschaftliche, Gott, das versteht sich, ist erst das Eigentliche, das Wesentliche erfasst, dann beinahe nebenbei von selbst. Wir werden bei Kleist bleiben. Wir werden als nächstes die Hermannschlacht lesen. Kleists großartige Darstellung des Eintritts der Deutschen in die Geschichte. Wie sieht's so nebenbei denn überhaupt aus? Mit der Kenntnis unserer großen vaterländischen Literatur. Auch eine Antwort. Hölderlins Gesang des Deutschen bekannt? O Heiligherz der Völker, o Vaterland, nein? Sein Gedicht Tod fürs Vaterland, größtes Kriegsgedicht in deutscher Sprache? Na, das wird sich ändern. Und um zu Kleist zurückzukehren, von seinem Katechismus der Deutschen je gehört? Nicht? Von seiner Ode Germania an ihre Kinder? Geschrieben 1808, in dem von Frankreich besetzten Deutschland, in einer Zeit der Erniedrigung und Schmach nicht unähnlich der jetzigen. Horchet, durch die Nacht, ihr Brüder, welch ein Donnerruf hernieder. Stehst du auf, Germania? Ist der Tag der Rache da? Oder alle Plätze, Trift und Stätten, färbt mit ihren Knochen weiß. Welchen Rab und Fuchs verschmähten, gebet ihn den Fischen preis. Dämmt den Rhein mit ihren Leichen, lasst gestäuft von ihrem Bein, schäumend um die Pfalz ihn weichen und ihm dann die Grenze sein. Eine Lustjagd, wie wenn Schützen auf die Spur dem Wolfe sitzen. Schlagt ihn tot, das Weltgericht fragt euch nach den Gründen nicht. Ich verstehe von Literatur nicht halb so viel wie du. Weil das sonst da nur Mist erzählt hat, das verstehe sogar ich. Macht das Kleist ein Vorläufer von Horst Wessel. Ich kann es ihm nicht beweisen, dass er Kleist fälscht, aber dass Kleist es so nicht gemeint haben kann, ist doch wohl klar wie Kloßbrühe. Er hat mich nach der letzten Stunde zu sich bestellt. Was will er denn? Hat er nicht gesagt.
Worüber wollen Sie sprechen? Über das Thema, was können wir heutigen aus dem Kampf der Nibelungen gegen König Etzel lernen? Bon, wir können manches daraus lernen. Und was ist Ihr Thema? Der Humanismus und das 20. Jahrhundert. Bitte? Der Humanismus und das 20. Jahrhundert? Wie soll man in einer knappen Stunde über ein so riesiges Thema fruchtbar diskutieren? Herr Dr. Heinzius hat mir einige Hinweise gegeben. Ich wundere mich, dass mein Vorgänger Themen so allgemeiner Art zugelassen hat. Haben Sie sich lange damit beschäftigt? Ich bin so ziemlich fertig mit dem Referat. Ich soll das ja in der nächsten Woche halten. Das tut mir leid. Ich liebe so allgemeine Themen nicht. Ich möchte sie aus prinzipiellen Gründen nicht zulassen. Ich bedauere, dass Sie viel Mühe vertan haben, aber Prinzipi ist obster. Am Ende trägt ja auch jede Arbeit ihren Lohn in sich selbst. Was für ein Thema würden Sie mir vorschlagen, Herr Doktor? Lassen Sie mal sehen. Wie heißen Sie übrigens? Berthold Oppermann. Wie wäre es mit einem Vortrag über Hermann den Deutschen? Was zum Beispiel meinen Sie zu dem Thema? Was bedeutet uns heutigen Hermann der Deutsche? Was meinen Sie, Oppermann? Gut. Recht so. Mein Vortrag umgeschmissen. Mensch. Warum? Ist ihm zu allgemein. Und was nun? Er hat mir Hermann den Deutschen vorgeschlagen. Wen? Was bedeutet uns heutigen Hermann der Deutsche? Der meint Hermann den Cherusker. Der Vogel sang Hermann der Deutsche. Idiotisch. Du hast natürlich Nein gesagt. Gut, habe ich gesagt. Hätte ich an deiner Stelle nicht gemacht. Hätte ich abgelehnt, wäre ich mir wie ein Drückeberger vorgekommen. Kann mir doch egal sein, was die anderen sagen und was Vogelsang denkt. Ich wäre mir wie ein Drückeberger vorgekommen. Es war wie eine Kampfansage. Ich konnte gar nicht Nein sagen. Es war trotzdem ein Fehler. Vogelsang ist Nazi. Der will dich reinlegen. Zurück kann ich nicht mehr. Morgen, Bertha. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und alles Gute für ein neues Lebensjahr. Dankeschön. Morgen, Herr Doktor. Morgen, Schlüter. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Dankeschön. Sonntag, dem 6. November 1932, ist das deutsche Volk aufgerufen, einen neuen Reichstag zu wählen. Im Berliner Bezirk Mitte, wo sich in der Taubenstraße das Wahllokal vieler höchster Reichs- und Staatsbeamten befindet, hatten sich schon in den frühen Morgenstunden zahlreiche Sofort, Herr Dr. Bermann. Thank you.
Was soll man sagen? Ich kann dir nur wünschen, dass alles bleibt, wie es ist. Ich wünsche dir es herzlich. Danke. Danke, Franzke. Du überwunden hast. Ein Opfer. Ich weiß doch, wie sehr du daran hängst. Aber du nicht weniger. Fürs Kontor habe ich eine Kopie machen lassen. Und wie ist sie geworden? Zufriedenstellend. Dir doch schon lange gewünscht. Aber es hat gedauert, bis ich die richtige gefunden habe. Mensch, Mühlheim. Alle dein Jahrgang. 1882er Cognac. Das ist nämlich sehr bekömmlich, Schnaps zu trinken, der genauso alt ist wie man selbst. Ich hatte gestern eine Besprechung mit unserem Verleger. Ich habe mit ihm über Ihre Lessing-Biografie gesprochen. Er wollte erst ausweichen, ja, wie Verleger eben so sind. Aber ich habe nicht locker gelassen. Also, es ist soweit. Der Minerva Verlag bringt Ihren Lessing. Es ist sicher wie Tod, Seele und Auferstehung. Was heißt sicher wie Seele und Auferstehung? Hundertprozentig sicher oder hundertprozentig unsicher? Ich meine sicher. Schlechthin sicher. Und das sagen Sie erst jetzt? Das ist ja das schönste, das allerschönste Geburtstagsgeschenk. Nein, 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 keine Rede. Darauf müsst ihr heute leider verzichten. Aber ich darf zum Kaffee bitten. Also am besten, weil es ist ein bisschen wenig Flaggen, aber es ist raus. Das Vorlauf-Ergebnis soll noch vor 12 im Radio kommen. Aber du hast ja kein Radio. Hüter hat eins in der Küche. Noch Zeit. Lieber Herr Professor, Sie sind politisch interessiert und informiert. Und seit ich Sie kenne, immer im Bilde. Wie erklären Sie mir, schlichtem Zeitgenossen und Steuerzahler, der eigentlich überhaupt nichts mehr versteht, was eigentlich passiert und was es bedeuten könnte?
Lieber Herr Brieger, das kann ich Ihnen auch nicht erklären. Ich könnte Ihnen höchstens erklären, warum man nichts mehr erklären kann. Weil man nämlich nichts mehr erfährt. Bei uns findet die Politik nämlich schon lange nicht mehr im Reichstag statt, der nur noch zusammentritt, um aufgelöst zu werden. Bei uns wird die Politik jetzt in Hinterstübchen gemacht, wo bekanntlich die Hintermänner sitzen. Uns regiert sowieso nicht, wen wir gewählt haben, sondern wen das Vertrauen des verehrten Herrn Reichspräsidenten trägt. Zurzeit trägt es den köstlichen Herrn von Papen, toller Reiter. Entschuldigung, Gustav. Immer tipptopp in Schale. Sie haben vielleicht recht, sich über Papen lustig zu machen. Sie haben vielleicht auch das Recht, das Vertrauen des Reichspräsidenten zu diesem Mann dubios zu finden. Aber Sie sollten nicht vergessen, dass genau das uns vor Hitler bewahrt hat, dass der Reichspräsident sich bisher standhaft geweigert hat, Hitler zum Kanzler zu machen. Bisher? Daran wird auch diese Wahl nichts ändern. Hitler bekommt nicht die Mehrheit. Und ohne die Mehrheit braucht er das Vertrauen Hindenburgs. Und das hat er nicht. Gott sei Dank. Und wenn er eine Koalition zusammenkriegt, mit Ihren Deutschnationalen zum Beispiel, Herr Ranzo? Erstens, es sind nicht meine Deutschnationalen, auch wenn ich Ihnen nahestehe. Zweitens, Hitler hat mehrfach erklärt, kein Ministeramt in irgendeiner Koalition annehmen zu wollen. Drittens, fände sich aber eine parlamentarische Mehrheit, die Hitler als Kanzler haben will, so könnte Hindenburg gar nicht anders, er müsste ihn ernennen. Aber was wäre daran viertens denn so schlimm? Hitler wäre dann der Chef einer Koalitionsregierung wie alle anderen Kanzler vor ihm. Und wie alle anderen vor ihm hätte er alle Hände voll damit zu tun, die Koalitionsparteien auch nur einigermaßen bei der Stange zu halten. Ein Kunststück, das auf Dauer noch keiner fertiggebracht hat. Auch Hitler müsste Kompromisse machen. Auch er würde sich wie alle anderen vor ihm in der Regierung verbrauchen, kaputt verhandeln, abnutzen. Aber lieber und verehrter Herr preußischer Ministerialdirektor, wer oder was garantiert, dass Hitler sich an die demokratischen Regeln halten wird? Er ist kein Demokrat. Wer oder was garantiert, dass er, wenn er scheitert, Bismarcks Stuhl auch wieder räumen wird? Wozu braucht er eine so riesige Parteiarmee, wenn nicht für die Diktatur? Und glauben Sie im Ernst, dass irgendein Minister irgendeiner Koalitionspartei sich halten könnte, sei es auch der allernationalste Deutschnationale, neben diesen jederzeit lospöbelnden, losdreschenden, losschießenden Nazis, diesen Goebbels, Göring und Konsorten? Mein lieber Ranzo, wenn ich höre, man solle Hitler und seine Kumpane doch ruhig an die Regierung kommen lassen, damit sie sich abnützten wie alle anderen vor ihnen, dann stehen mir die Haare zu Berge. Die sind nicht wie die anderen. Das ist überhaupt keine Partei, nicht mal eine radikal-rechte. Das ist eine zu allem entschlossene Bande von Demagogen, Schwindlern, Postenjägern, Landsknechten, dümpsten der Dumm aus dem Bodensatz, der Hefe. Mit einem Wort eine Räuber- und Mörderbande. Bravo. Ganz meine Meinung. Alles Lumpen, Schwindler, Dummköpfe. Aber sehr erfolgreiche. Das ist ja die Stärke der Nazis, dass die Vernunft ablehnen und an den Instinkt appellieren. Die Herrschaften verstehen sich auf ihre Kundschaft, wie jeder gute Geschäftsmann. Ihre Ware ist schlecht, aber gängig. Und ihre Propaganda ist first class. Unterschätzen Sie den Führer nicht. Die Firma Oppermann könnte zufrieden sein, wenn sie einen solchen Propagandachef hätte. Müsste den ganzen Abend lang über Politik reden? In Ihrem Dritten Reich wollen Sie ja antisemitische Gesetze machen. Aber wie wollen Sie feststellen, wer Jude ist und wer nicht? Die meisten deutschen Juden haben sich doch so assimiliert, dass es nur noch von ihnen selbst abhängt, ob sie sich für Juden erklären oder nicht. Apropos Assimilation. Kennen Sie die Anekdote vom alten Bankier Dessauer? Nee. Herrn Dessauer klingt sein Name zu jüdisch. Ändert er ihn um. Erklärt: Von jetzt ab bin ich nicht mehr Herr Dessauer, von jetzt ab bin ich Herr Dessoir. Oh, trifft Herr Kohn Herrn Dessauer in der Straßenbahn, sagt Herr Kohn: Guten Tag, Herr Dessauer. Sagt Herr Dessauer: Entschuldigen Sie, Herr Kohn, ich heiße jetzt Dessoir. Na, ein paar Minuten später nennt ihn Kohn wieder Dessauer. Entschuldigen Sie, Dessoir, korrigiert ihn mit Nachdruck Herr Dessoir. No, die Herren steigen aus, gehen ein Stück gemeinsam. Und fragt nach ein paar Schritten Herr Kohn: Können Sie mir nicht sagen, Herr Dessoir, wo ist hier das nächste Pissauer? Nett, dass du die Prokuristen eingeladen hast. Aber es ist doch selbstverständlich. Im Übrigen hat dieser Herr auf schlichte Art ausgedrückt, was in den Menschen unseres Breitengrades zum Ausbruch drängt. Die Herrschaft der Vernunft sackt zusammen, die läppische Tünche der Logik wird abgekratzt. Eine Epoche dumpft heran, in der das große, partiell überentwickelte Tiermensch zu sich selber zurückfindet. Das ist der Sinn der nationalsozialistischen Bewegung. Sind wir nicht alle glücklich,
das Witzerleben. Wovon redet ihr eigentlich? Und von wem? Wir sind gemeint, wir persönlich, wenn sie Iuda Verrecke schreien. Ihr seid klug, ihr erklärt alles, analysiert alles, wisst alles. Und ihr tut nichts. Die anderen wissen gar nichts, aber sie handeln. Sie tun was. Sie werden es schaffen. Und ihr werdet die Jelackmeierten sein. Nachricht, du alle Zionistin. Na, ihr euren Assimilierten? War prima. Fandst du das auch? Ja, fand ich auch. Sie interessiert sich nur für Politik und Medizin, Frau François. Jetzt lernt sie auch noch Hebräisch. Ja, sie will in Berlin, in London und in Jerusalem studieren. Sich dann auch als Ärztin in Palästina niederlassen. Sie kommt ganz nach meinem Mann. Wie viele Blutproben hat man gemacht? Wie viele Schädel gemessen? Haare untersucht? Nie auch nur der kleinste Beweis. Diese Rassentheorien sind reine Fantasien. Ich bin Facharzt für Kehlkopfkrankheiten, Laryngologe, Wissenschaftler. Ich halte mich an Forschungsergebnisse, an Tatsachen. Glauben Sie mir, Herr François, ich habe noch nie bemerkt, dass auf bestimmte Reizungen der Kehlkopf eines sogenannten Arias anders reagiert hätte als der eines Semiten. Erst verliert dann im Weltkrieg und dann wird er zum Staatsoberhaupt gewählt. Das ist mal so, dass das Stimmen der Sucht sind. Im äußersten Moment, der nach Vorteil seiner Umgebung gar keine eigenen Meinungsmehrheit hat. 1789. Da haben sich die französischen Aristokraten wie die Esel von der Revolution überlaufen. Dabei weiß doch heute jeder Schuljunge, dass sie aus den Schriften Rousseaus und Voltaires hätten wissen müssen, was auf sie zukommt. Ich rede von der französischen Revolution. Ja. Wie sind Sie mit meinem Sohn zufrieden, Herr François? Zufrieden? Ihr Junge ist meine Freude. Er machte sich neulich Sorgen, des neuen Klassenlehrers wegen. Ach, das muss er nicht. Wissen Sie, Herr Oppermann, es stimmt schon. In den meisten Gymnasien haben es die jüdischen Schüler jetzt nicht leicht. Man hört da so allerlei. Aber ich habe meinem Institut die Politik bisher fernhalten können. Und daran soll sich auch in Zukunft nichts ändern. Familiarität, Solidarität, Zusammenhalt. Darauf kommt's an. Meine Herren, es wird Zeit. Kommen Sie, bilden wir ein Küchenkabinett. Nimm dir ein Beispiel an Lenin. Das ist Familiensinn. Da gefährdet keiner den anderen wie du. Wie ich? Ich gefährde die Familie? Du hast wieder politisiert. Ja, aber alle anderen haben politisiert. Ich habe kein Wort gesagt. Ich hab's doch gesehen. Ich kenn dich doch, wie du vorhin mit den beiden Oppermanns zusammengestanden hast. Ja, aber Emilie, Donnerwölkchen. Nenn mich nicht Donnerwölkchen. Wie oft habe ich dich gebeten, deine Meinung für dich zu behalten? Du bist Beamter und du hast Familie. Da kannst du nicht einfach sagen, was du denkst. Sicher erzählt er jetzt zum tausendsten Mal, wie er sich freut, dass der Verlag sein Buch bringen wird. Wie leicht es ist, die Menschen glücklich zu machen. Eine Biografie. Was ist eine Biografie? Der kramt einer herum in den Abfällen der sogenannten Wirklichkeit im Abgelebten und ist glücklich. Welch ein Kind. Unser Freund Gustav. Ich habe da ein Problem mit meiner neuen Kurzgeschichte.
Würden Sie mir helfen? Aber gern. Mit dem Gongschlag war es 12 Uhr Mitternacht. Hier ist der Berliner Rundfunk. Sie hören Nachrichten. Am gestrigen Sonntag, dem 6. November 1932, hat das deutsche Volk zum zweiten Mal in diesem Jahr einen neuen Reichstag gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 80,6%. Es wurden insgesamt 35,5 Millionen gültige Stimmen abgegeben. Hier das vorläufige Endergebnis. Für die Sitzeverteilung im neuen Reichstag ergibt sich danach folgendes Bild. Sozialdemokraten 121 Mandate, 8 weniger als bisher. Kommunisten 100 Mandate, 11 mehr als bisher. Deutschnationale Volkspartei 52 Mandate, 15 mehr als bisher. Na, gratuliere. Du machst nicht so spannend, sag schon, was mit Hitler ist. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 196 Mandate, 34 weniger als bisher. Was? Zentrum. Das müssen alle wissen. 70 Mandate, 5 weniger als bisher. Darf ich mal einen Augenblick um Ruhe bitten? Bayerische eben ist in den Nachrichten durchgegeben worden, dass Hitler Mandate. 34 Mandate verloren hat. Das sind bisher. Über 2 Millionen Stimmen. Deutsche Volkspartei. 11 Mandate. Zum ersten Mal weniger statt mehr. Er hat den Höhepunkt überschritten. Es geht bergab mit ihm. Er stellt immer noch die stärkste Fraktion. 5 Mandate. Da können wir mit Wels ganz anders reden. Es steht bei mir nicht gut und es steht bei Ihnen nicht gut. Unter uns Pfarrerstöchtern können wir uns das doch ruhig sagen. Ich sage es ja. Unsere Bilanzen sind nicht befriedigend. Sie sind sogar unbefriedigend, aber sie sind besser als Ihre. Das wussten wir beide doch schon vorher. Aber dann hat mir Herr Brieger trotzdem einen Brief geschrieben. Sie hätten gehört, ich hätte Ihnen gewisse Vorschläge zu machen, die auf eine noch angenehmere Verbindung hinzielten. Dann wäre meinen Vorschlägen sehr interessiert. Richtig. Sie kennen nun meine Vorschläge. Ich gebe ja zu, dass sie für mich nicht ungünstig sind, aber weit günstiger sind sie doch noch für Sie. Wir haben Ihre Vorschläge lange und reiflich überlegt, verehrter Herr Wels. Und wir sind ja auch, wie ich Ihnen schon sagte, im Prinzip durchaus geneigt, diesen Vorschlägen näher zu treten, trotz unserer Bedenken. Prinzip durchaus, trotz unserer Bedenken. Da kommen wir nicht weiter. Ich verstehe offen gestanden den Grund Ihrer Unzufriedenheit nicht. Dann will ich Ihnen meine Bedenken sagen. Sie meinen es nicht ernst. Worauf Sie sich einlassen wollen, ist lediglich ein Versuch, der Sie nur zu wenig verpflichtet.
Ich habe Ihnen angeboten, eine unserer Berliner Filialen, zum Beispiel die Steglitzer, und eine unserer Provinzfilialen, zum Beispiel die Breslauer, mit zwei entsprechenden Ihrer Filialen zu fusionieren. Daran bin ich aber nicht interessiert. Als ob Sie nicht ganz genau wüssten, dass ich nur drei Filialen habe. Wenn die Geschichte schief geht, dann verlieren Sie zwei von Ihren 11 Filialen. Ich aber verliere zwei von dreien und bin erledigt. Sie hatten mehr erwartet. Allerdings. Und dafür hatte ich auch meine Gründe. Gründe? Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. Das wissen Sie doch ganz genau, Herr Oppermann. Den Wunsch nach einer noch angenehmeren Verbindung hätten Sie sich doch schon seit über 20 Jahren erfüllen können. So lange ist nämlich schon her, dass die Firma Oppermann auf unsere Dienste verzichtet hat. Aber Sie kommen heute auf die Idee. Warum? Weil Sie für Ihre deutschen Möbelwerke in ganz Berlin keinen anderen Partner auftreiben können als mich? Warum also? Ich will es Ihnen sagen. Weil Sie nicht irgendeinen Partner brauchen, sondern einen ganz bestimmten. Weil Sie nämlich ein vorausschauender Geschäftsmann sind, der nicht nur Bilanzen liest, sondern auch Zeitungen. Ich denke mir also, dass es andere als nur geschäftliche Gründe gewesen sein müssen, die Sie veranlasst haben, nach so langer Zeit wieder mit mir in Verbindung zu treten. Sie denken an politische Gründe? An die denke ich. Dann irren Sie sich, Herr Welz. Es muss da ein Missverständnis vorliegen. Ich glaube nicht, dass Herr Brieger eine solche Andeutung gemacht haben könnte. Auch wenn Ihr Herr Brieger es nicht gesagt hat, gedacht hat er es. Die Situation legt es nahe. Die Situation? Welche meinen Sie? Die politische Situation jedenfalls ist ruhig, so ruhig wie schon lange nicht mehr. Sie sagten eben, ich würde nicht nur Bilanzen lesen, sondern auch Zeitungen. Das tue ich in der Tat. Und ich hatte gedacht, Sie sind an einer Verständigung interessiert. An einem Waffenstillstand. Da habe ich mich also getäuscht. Herr Welz, nicht alles gelingt gleich beim ersten Anlauf. Ich betrachte unsere Verhandlung nicht als gescheitert. Ich bin im Gegenteil davon überzeugt, dass wir, wenn wir uns öfter und eingehend über die Materie unterhalten, auch eine Verständigung haben werden. Meine Sachen bitte. Dass ihr euch mal nicht schneidet. Was jetzt zu geschehen hat, ist klar. Wir müssen Welz zeigen, dass wir ihn nicht brauchen. Es wird ihn gefügiger machen. Wir können auch ohne ihn die Steglitzer und Breslauer Filiale ausgliedern und in die Deutsche Möbelwerke AG umwandeln. Das ist auch Briegers und Hinzes Meinung. Rechtliche Schwierigkeiten, sagt Mühlheim, gibt es keine. Ich habe schon mit ihm gesprochen. Technisch ist es auch kein Problem, sodass wir die nötigen Schritte sofort tun könnten. Ich hatte auch Gustav und Edgar zu dieser Besprechung gebeten, aber Edgar kam wie immer nicht aus der Klinik weg und Gustav habe ich nicht erreichen können. Nun, was meinen Sie dazu, Jacques? Gut. Ich finde es nach wie vor gut. Nur schade, dass ihr es nicht ganz machen wollt. Das heißt, dass ihr nur zwei Filialen umwandeln wollt. Und doppelt schade, dass ihr es nicht zu Ende machen wollt.
Das heißt, diesen Wels gleich hereinnimmt. Ihr habt vielleicht nicht mehr so viel Zeit. Wieso? Wir sind jetzt nicht mehr genötigt, uns mit Wels zu verständigen. Und werden es hoffentlich in den kommenden Monaten und Jahren nicht sein. Er wird unverschämt, wenn wir ihm zu sehr entgegenkommen. Ich kenne diese Leute. Nach meiner Meinung können wir, so wie es jetzt aussieht, durch Warten nur gewinnen. Na, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich bin beileibe kein Prophet. Aber ist nicht oft schon zu lange gewartet worden? Es kann noch ein halbes Jahr dauern, es kann ein Jahr dauern. Wer will wissen, wie lange es dauert? Aber wenn wir Schlamassel bekommen, dann kann es vielleicht doch nur mehr 8 Wochen dauern. Siebzehnmal hat Grosnowice den Besitzer gewechselt. 7-mal waren dabei Pogrome, 3-mal hat man einen gewissen Chaim Leibeschitz hinausgeführt und ihm gesagt, so, jetzt hängen wir dich auf. Alle haben geraten, sei klug, Chaim, verlasse Grosnowice, aber er ist geblieben. Und auch als sie ihm das 4. Mal hinausgeführt haben, haben sie ihn nicht aufgehängt. Sie haben ihn erschossen. Man kann ihm die Oppermannschen Läden schließlich nicht nachschmeißen. Nun, nun, ich habe gesagt, dass ich gut finde, was ihr machen wollt. Danke. Und falls alle Stricke reißen, wiederhole ich mein Angebot, euch amerikanische Partner mit amerikanischem Kapital zu verschaffen. Binnen 8 Tagen manage ich euch das so, dass auch kein Hitler mehr an euch rankommt. Lavendel wäre kein guter Name für unsere Geschäfte. Ich weiß. Davon war ja meines Wissens auch nicht die Rede. Ja. Ich danke Ihnen sehr herzlich, Jacques. Unser Schwager aus dem Osten ist manchmal reichlich unumwunden. Ich verstehe ja nichts von euren Geschäften. Aber dass Jacques einen amerikanischen Pass hat, kann doch jetzt nur von Nutzen sein. Und warum, wenn du Wels schon hereinnehmen willst, tust du es nicht wirklich gleich? Schreibkram wird es von Tag zu Tag schlimmer. Manchmal glaube ich, das Einzige, was in Deutschland überhaupt noch produziert wird, ist Papier. Haben Sie das gesehen, Herr Professor? Ja. Er kommt wahrscheinlich Jacobis wegen. Der Fall Jacobi zieht sich jetzt lange genug hin. Fall, es gibt keinen Fall Jacobi, Schwester Helene. Die Dinge liegen höchst einfach. Der bisherige Oberarzt Müller II hat eine Professur in Kiel erhalten. Ich möchte meinen Assistenten Dr. Jacobi an seine Stelle setzen. Jacobi ist wissenschaftlich besonders qualifiziert. Ein ausgezeichneter Diagnostiker. Mir im Laboratorium unersetzlich. Schluss. Das dauert jetzt schon Monate. Früher wäre das in 14 Tagen erledigt gewesen. Ja, aber es ist nicht mehr wie früher. Also, Geheimrat Lorenz wünscht mich, wegen des Falles Jacobi zu sprechen. Gut, dann muss Dr. Reimers eben die Visite übernehmen. Aber vorher kann ich noch einen Sprung ins Laboratorium. Was willst du nehmen? Und damit verschonen Sie mich heute, wenn ich schon die Konferenz mit Geheimrat Lorenz auf mich nehme. Und wenn ich mich ein paar Minuten verspäte, dann bitten Sie Geheimrat Lorenz zu warten.
Geheimrat Lorenz, bitte. Laryngologische Oberschwester Helene. Ist der Herr Geheimrat zu sprechen? Danke. Herr Geheimrat, Herr Professor Oppermann erwartet Sie dann um 12. Um die Wahrheit zu sagen, heute rechne ich damit, dass der Herr Professor sich verspätet. Mir liegt daran, vorher ein paar Minuten allein mit Ihnen zu sprechen. Danke, Herr Geheimrat. Das Resultat im Fall 834 ist hoffnungslos. Der Fall ist drittes Stadium. Scheiße! Aber dagegen muss man was tun, Herr Geheimrat. Ich meine, ich mache ihn endlich darauf aufmerksam. Er muss sich dagegen wehren. Ich würde einfach drauf scheißen, meine Tochter. Aber er ist Staatsbeamter, Herr Geheimrat. Ja, deshalb braucht er von mir aus das Packen auch lange nicht zu verklagen. Wer da hineinlangt, macht sich nur die Hände dreckig. Lassen Sie sich darüber keine grauen Haare wachsen, meine Tochter. Solange der Minister mir Ruhe lässt, tue ich keinen Schnaufer. Das da existiert für mich nicht. Verlassen Sie sich drauf. Wie Sie meinen, Herr Geheimrat. Also, Kollege, ich gehe gleich medias in res. Ich möchte mich einmal ordentlich mit Ihnen über diese Angelegenheit Jacobi ausschleimen. Ist die so kompliziert? Was ist heutzutage nicht kompliziert? Die Subventionen für die Kliniken sind immer schwerer durchzudrücken. Gerade für Ihre Geschichten, lieber Oppermann, fürs Theoretische, fürs Labor, da winseln sie um jede Mark. Der Oberbürgermeister ist ein Scheißer. Darauf müssen wir Rücksicht nehmen. Ihr Jacobi ist natürlich der gegebene Mann. Ich kann nicht sagen, dass er mir gerade sehr sympathisch ist, das wäre gelogen. Aber ein Wissenschaftler ist er, da feilt sie nichts. Sogar der Varus hat sich nicht getraut, ihn geradezu abzulehnen. Varus wird immer opponieren, wenn etwas von mir kommt. Kann sein, was es will. Wissen Sie, wen er in ernstliche Erwägung gezogen haben will? Den Reimers. Ihren Reimers, Kollege Oppermann. Schlau. Reimers ist bei den Patienten sehr beliebt. Er ist überhaupt ein sympathischer, offener Mensch. Ja, und Jacobi ist unscheinbar, linkisch, gehemmt. Noch dazu stammt er aus einer armen Familie, aus dem Scheunenviertel. Durchs Studium hat er sich buchstäblich hungern müssen. Das hinterlässt Narben. Aber hochbegabt ist er. Ein Fanatiker der Präzision. Wenn jemand, dann ist er der Mann, der mein Verfahren vervollkommnen wird. Ich bin nicht gegen Reimers, aber ich bin für Jacobi. Der Reimers ist Ihrem kleinen Jacobi um eine Vorhautlänge voraus. Ich glaube nicht, dass die Herren vom Magistrat eine Aktfotografie verlangen werden. Aber eine persönliche Vorstellung ist dem einen oder dem anderen sicher erwünscht. Und ich weiß nicht, ob eine solche Vorstellung die Chancen Ihres Jacobi verbessern wird. Wünschen Sie, dass ich die Kandidatur des Dr. Jacobi zurückziehe? Ich wünsche gar nichts, Oppermann. Ich wünsche, offen mit Ihnen zu reden, das ist alles. Der Reimers wäre mir lieber, ich sag's wie es ist, aber als Wissenschaftler bin ich für Ihren Jacobi. Was ist also zu tun? Das wollte ich Sie fragen. Ich gebe Ihnen glatt zu, ich könnte Ihren Jacobi durchbringen, ohne weiteres. Aber mit dem Geld für Ihr Labor schaut's dann böse aus. Soll ich das riskieren? Wollen Sie das? Natürlich nicht. Also, dann bleibt nur eine einzige Taktik.
die Entscheidung hinauszögern. Die politische Situation kann sich in einem Monat verbessern haben. Da muss halt der Jacobi noch ein bisschen warten. War es sehr unangenehm? Nö, nö. Wir haben, sagen wir, 3-2 gewonnen. Ich kann mir noch kein Bild von ihm machen. Solange ich aber nicht weiß, wer er wirklich war, komme ich auch nicht richtig vorwärts. Scheint so, als hätte es zwei Hermanns gegeben. Der eine ist mit Anfang 20 ins römische Heer eingetreten, Offizier geworden, Kavallerist, ist rasch aufgestiegen, trug den goldenen Ring eines römischen Ritters, wurde von seinen Kameraden hervorragend beurteilt, als intelligent, tapfer, edel, mit blitzenden Augen. Tja, und der andere ist erst im Teutoburger Wald zum Vorschein gekommen. 6 Jahre nach der Schlacht besichtigte Varus' Nachfolger Germanicus das Schlachtfeld. Tacitus hat die Szene beschrieben. Auf dem Schlachtfeld lagen die Knochen, einzeln oder in Haufen, je nachdem, ob ein Einzelner auf der Flucht oder ob eine Formation in geschlossener Kampfordnung getötet worden war. Zertrümmerte Waffen, Pferdeknochen, an die Bäume genagelte Menschenköpfe. In nahen Hainen die Opferaltäre, auf denen sie die höheren Offiziere geschlachtet hatten. Soldaten aus der Varus-Armee, die dem Blutbad entkommen waren, zeigten das Podium, von dem Herab Hermann seine Rede gehalten hatte, und berichteten, wie viel Kreuze und Gruben für die Gefangenen er hatte machen lassen. Er hat nämlich die Gefangenen nicht wie sonst üblich zu Sklaven gemacht, sondern bis auf wenige Ausnahmen kreuzigen oder eingraben lassen. Den abgeschnittenen Kopf des Varus schickte er an den Markomannen König Marbot. Mit deutschem Gruß. Barbaren. Am Vorabend der Schlacht war Hermann Varus Gast. Er ist von der Tafel weg zu seinen Leuten geritten. Dumm war er nicht, dein Hermann. Sie müssen eine andere Art Verstand gehabt haben, diese Boys. So eine Art Indianerverstand. Schlau war er, das ist schon mal sicher. Und wie machst du daraus den Eintritt der Deutschen in die Geschichte? Das ist die Preisfrage. Schaffst du mit links. Aber darauf kommt es überhaupt nicht an. Vogelsang will dich reinlegen, vergiss das nicht. Wer Hermann wirklich war, ist nicht so interessant. Er ist seit 2000 Jahren tot. Wer Vogelsang wirklich ist, darauf kommt's an. Der lebt nämlich. Der will was von dir. Mit dem hast du es noch bis zum Abi zu tun. Kurt, ich kann heute Nachmittag den Wagen kriegen. Mein Vater weiß das immer. Fast immer. Kommt mir auf Franzkan, ob der Laune hat. Heute hat er. Um 3 an deiner Ecke?
Na los, wer hat noch nicht und will noch mal? Du zuerst, Kurt. Schalten nicht vergessen. Kupplung langsam kommen lassen. Mit Gefühl. Varus muss ein ganz übler Kunde gewesen sein. Raffgierig. Als General eine Null. Als Politiker eine ziemliche Katastrophe und dazu noch arrogant. Die Germanen fand, er könnten zwar sprechen und hätten Arme und Beine, aber das sei auch das einzig Menschenähnliche an ihm. Wie finden Sie das, Herr Franzke? Na, wenn ich das so höre, dann finde ich, dass damals der Nationalsozialismus noch seine Berechtigung gehabt hat. Hermann. Als Advokaten hatten die ollen Germanen ganz besonders auf dem Kieker. Die römischen natürlich, selber hatten sie keine. Wenn sie meinen fingen, haben sie ihn mit Genuss gemartert und um die Ecke gebracht. Sie wollten nämlich kein geschriebenes Recht. Ein für alle gültiges Recht, fanden sie, ging gegen die Ehre des Individuums. Zivile Sachen erledigten sie selber, schlugen auch schon mal einen Prozess gegen den Tod, krähte kein nordischer Hahn danach, schwere Fälle brachten sie vor ihren Führer. Sie ließen sich lieber von ihren Führern aburteilen, auch nach irgendwelchen halbwegs vernünftigen Gesetzen. Mit Vernunft hatten sie nicht viel im Sinn. Wie Vogelsang. Wieso, übt er auch Selbstjustiz? Das nicht. Aber mit Vernunft hat er auch nichts im Sinn. Der geborene Cherusker. Nimm den Jungen nicht auf den Arm, Mühlheim. Was soll er denn damit in seiner Schule anfangen? Wieso Schule? Ich denke, er lernt fürs Leben. Heiner hat Hermann im Wintermärchen ein ganzes Kapitel gewidmet. Das ist der Teutoburger Wald, den Tacitus beschrieben. Das ist der klassische Morast, wo Varus stecken geblieben. Hier schlug ihn der Cheruskerfürst, der Hermann, der edle Recke. Die deutsche Nationalität, sie siegte in diesem Drecke. Lies selber, es ist zu lang zum Vorlesen, aber sehr schön. Und was, Oppermann, soll er damit in seiner Schule anfangen? Immerhin war Heine Bismarcks und Nietzsches Lieblingsdichter. Andererseits, nach allem, was ich von dir über diesen Vogelsang gehört habe, ist er vielleicht sein Lieblingsdichter nicht. Natürlich hat Hermann recht gehabt. Sein Aufstand war das einzig Richtige. Das haben ein paar Jahrhunderte vorher unsere Makkabäer auch gemacht. Sich aufgelehnt gegen die Unterdrücker und sie rausgeschmissen aus unserem Land. Wie euer Hermann die Römer aus eurem. Unserem? Eurem? Was soll das? Na, ihr fühlt euch doch als Deutsche. Ja, du nicht? Ich bin Jüdin. Das haben übrigens nicht alle Germanen so wie Hermann gedacht. Wieso? Sein Bruder Flavius ist römischer Offizier geblieben und hat unter Germanicus an der Weser gegen ihn gekämpft. Sein Schwiegervater Segestes hat im Mai 17 auf der Tribüne gesessen, als unten Germanicus die germanischen Gefangenen in seinem Triumphzug aufführte. Thusnelda, Hermanns Frau, und Hermanns dreijähriger Sohn marschierten mit. Segestes war ein Schwein, ein Verräter. In deinem jüdischen Zorn kommst du mir direkt germanisch vor. Die germanischen Frauen sind nämlich mit ihren Männern mitgezogen in die Schlacht. Und wenn die Männer getürmt sind, was auch unter Germanen vorkam, haben die Frauen sie mit Keulen und Kellen zurückgescheucht ins Gemetzel. Schön. Er hat die Schlacht im Teutoburger Wald gewonnen. Und was hat er damit zu Wege gebracht? Zu Wege gebracht? Ja, nichts direkt Greifbares. Nicht auf Dauer jedenfalls. 2 Jahre später gingen die Römer wieder über den Rhein. 6 Jahre später standen sie wieder an der Elbe. Von den 3 verlorenen Legionsadlern haben sie sich 2 zurückerobert. So gesehen war das Ganze nicht mehr als ein Kolonialkrieg, mit dem die Römer rasch fertig wurden. Dann dachte ich mir's doch, verrückt. Wie 70 Jahre später der Aufstand der Juden. Dieser Aufstand war gegen die glänzend organisierte Übermacht der Römer aussichtslos. Sowas geht nie gut. Thank you.
Weißt du, mein Junge, dass die Chose am Ende übel ausgegangen ist, beweist gar nichts. Der eine fragt, was kommt danach? Der andere fragt nur, ist es recht? Und also unterscheidet sich der Freie von dem Knecht. Dann hätte Hermann nach deiner Meinung Onkel Joachim recht gehabt? Nur durch den Aufstand haben die Germanen erfahren, wer sie sind, sich kristallisiert, sich erlebt. Ohne diesen Aufstand wären sie nie in die Geschichte eingetreten. Hermann hat ihnen ihren Namen gegeben. Nur das zählt, der Name, der Ruhm. Wie der wirkliche Cäsar war, ist uninteressant. Was lebt, ist der Mythos Cäsar. Namen Berthold. Ah, da liegt ja das gewaltige Werk. Fertig? Ja, gerade. Wie wir es bei Heinzius gelernt haben. Allgemeine Einleitung, Setzung des Themas und These, Beweise, Einwände. Bloß nicht. Aber bloß keine Einwände. Doch nicht bei Hermann dem Deutschen. Aber das gehört zum Schema. Es gibt ja doch nicht nur eine Meinung. Doch. Über Hermann hat es bei Vogelsang nur eine Meinung zu geben. Ich widerlege ja die Einwände. Nach dem Punkt Einwände kommt sofort der Punkt Widerlegung der Einwände. Vogelsang will dich reinlegen. Denk dran. Ich lese euch mal den Schluss vor. Morgen spreche ich natürlich frei. Die allzu rationalistische Auffassung, dass Hermanns Tat von nur geringem Nutzen gewesen sei, dass die Geschichte ohne sie einen nur unwesentlich anderen Verlauf genommen hätte, diese Auffassung hält nicht stand vor dem Gefühl unbedingter Bewunderung, das die Befreiungstat dieses Mannes gerade in einem Deutschen von heute hervorrufen muss. Ich möchte zum Schluss noch einmal Theodor Mommsen das Wort geben, dem ganz gewiss keine Neigung zu blinder, patriotischer Begeisterung vorgehalten werden kann. Umso schwerer wiegt, was dieser zu Nüchternheit und Sachlichkeit sich zwingende Historiker am Ende dann doch noch über Hermann sagt. Aber dem hochsinnigen Mann, der 26-jährig seine sächsische Heimat von der italischen Fremdherrschaft erlöst hatte, der dann in 7-jährigen Kampfe für die wiedergewonnene Freiheit Feldherr wie Soldat gewesen war, der nicht bloß Leib und Leben, sondern auch Weib und Kind für seine Nation eingesetzt hatte, um dann 37-jährig von Mörderhand zu fallen, diesem Mann gab sein Volk, was es zu geben vermochte. Ein ewiges Gedächtnis im Heldenlied. Zu dick? Zu starker Tobak? Nee, so lassen. Prima. Guten Morgen. Morgen. Setzen.
Was hätten wir also heute? Richtig, den Vortrag Oppermanns. Bitte, Oppermann. Im Herbst des Jahres 9 nach Christus feierte Rom noch den Sieg über die aufständisch gewordenen Donauprovinzen, den bedeutendsten militärischen Erfolg des Imperiums seit dem Sieg über Hannibal. Da traf fast gleichzeitig die Nachricht von einer Niederlage ein, wie Kaiser Augustus sie in seiner 50-jährigen Regierungszeit noch nicht hatte hinnehmen müssen. Im Teutoburger Wald hatte der 26-jährige Hermann, Feldherr des germanischen Volkes der Cherusker, 3 römische Legionen, 20.000 Mann insgesamt, in einer 3 Tage dauernden Schlacht vernichtend geschlagen. So vernichtend, dass nur wenige Versprengte entkamen, um ihrem Kaiser im fernen Rom von dem unglaublichen Ereignis zu berichten. Unglaublich deswegen, weil niemand vorher einen solchen Sieg der von den Römern nie wirklich ernst genommenen Barbaren über die am besten ausgebildete, am besten bewaffnete und erfahrenste Armee der Welt, eine wahre Kriegsmaschine, für möglich gehalten hatte. Seit dem Sieg Hermanns über Varus waren wieder der Rhein und die Donau Roms Grenzen. Und der römische Traum, Deutschland in eine Provinz des Imperiums zu verwandeln, war ausgeträumt. Darin liegt für mich die eigentliche Bedeutung der Schlacht im Teutoburger Wald für uns Heutige. Dass es uns, die Deutschen, gibt, dass wir nicht wie unzählige andere Völker namenlos geworden sind, das verdanken wir dem Befreiungskampf Hermanns, den Eintritt der Deutschen in die Geschichte. In Mommsens Einleitung zum 8. Buch seiner römischen Geschichte steht der schöne Satz, es sei dem Künstler, aber nicht dem Geschichtsschreiber erlaubt, das Antlitz des Arminius zu erfinden. Wir wissen nur wenig über Hermann. Und was wir wissen, das wissen wir von den Römern. Da darf es uns nicht überraschen, wenn sich in der Mehrzahl der überlieferten Berichte der im Jahre 9 erlittene Schock der Niederlage nur allzu deutlich widerspiegelt. Und es sollte uns auch nicht überraschen, dass aus dem Schrecken, aus der Furcht davor, Hermann könnte die Germanen unter seiner Führung einigen und Rom selbst angreifen, oft Hass wurde. Velleius beschimpfte die Germanen als durch und durch verschlagen. Ein Volk wie geschaffen zum Lügen. Tendenzschriften. Auch ein nationaldenkender Historiker wie Professor Haig warnt davor, Hermann Motive zu unterstellen, die er einfach nicht hat haben können. Ihn zu einem klopstockschen Helden zu machen, oder auch zu einem Vorkämpfer des Nationalitätsprinzips. Das verkenne sowohl die Art der römisch-germanischen Beziehungen als entstelle auch die damaligen Verhältnisse der Deutschen. Auch Mommsen schränkt ein, die Erhebung habe nur geringen Umfang gehabt. Von einer germanischen könne man streng genommen gar nicht reden. Es sei auch mehr die Nachlässigkeit der Römer als das Verdienst der aufständischen Germanen gewesen, wenn deren Plan gelungen sei. Die tüchtigen und erfahrenen römischen Generäle und Truppen hätten zur Zeit des germanischen Aufstands noch an der Donau gestanden und Varus sei zweite Wahl gewesen, ohne jede militärische Erfahrung und Begabung. Ein Bürokrat. Rom habe Germanien nicht aufgegeben, weil es von den Germanen besiegt worden sei, sondern weil es mit der Besetzung und Verwaltung Deutschlands an die Grenzen seiner militärischen, wirtschaftlichen und finanziellen Kraft gekommen sei. Argumente. Argumente, die es verdienen, ernst genommen zu werden. Andere bezweifeln, dass die Hermannschlacht wirklich die Bedeutung gehabt habe, die ihr neuerdings aus rein politischen Gründen zugemessen werde. Sie wenden ein, dass Luthers Bibelübersetzung und Gutenbergs Erfindung des Buchdrucks für Deutschland und sein Ansehen in der Welt weit bedeutsamer gewesen seien als die Schlacht im Teutoburger Wald. Praktisch blieb die Tat des Arminius, das müssen wir zugeben, ohne Bedeutung. Aber trotzdem, dies alles zugegeben. Nein! Ich gebe das nicht zu.
Niemand hier gibt das zu. Ich dulde das nicht. Hör das nicht länger mit an. Was denken Sie sich denn, junger Mensch? Wen glauben Sie denn, dass Sie hier vor sich haben? Hier vor deutschen Menschen. In dieser Zeit deutscher Notwende. Wagen Sie es, die ungeheure Tat, die am Beginn der deutschen Geschichte steht, als nutzlos, als sinnlos zu bezeichnen? Sie geben das zu, sagen Sie? Sie erdreisten sich, die Argumente des ödesten Opportunismus in den Mund zu nehmen. Und dann sagen Sie, Sie geben das zu? Wenn Ihnen schon selber jeder Funke deutschen Gefühls abgeht, dann verschonen Sie doch wenigstens uns, vaterländisch Fühlende, mit Ihren Kotwürfen. Verbitte mir das. Hören Sie, Oppermann. Verbitte mir das nicht nur für mich selber, sondern im Namen dieser Anstalt, die vorläufig noch eine deutsche ist. Ich bin ein guter Deutscher, Herr Dr. Vogelsang. Ich bin ebenso ein guter Deutscher wie Sie. So! Ein guter Deutscher sind Sie. Wollen Sie das gefälligst anderen überlassen, zu bestimmen, wer ein guter Deutscher ist und wer nicht? Ein guter Deutscher! Wollen Sie sich nicht wenigstens entschuldigen, Oppermann? Nein. Ich werde mich nicht entschuldigen, Herr Dr. Vogelsang. Schön. Ich nehme das zur Kenntnis, Schüler Oppermann. Setzen Sie sich. Vielleicht werden Sie noch einmal froh sein, Oppermann, wenn man sich mit einer solchen Entschuldigung begnügt. Wir gehen jetzt an die Lektüre unseres Kleist. Ich wusste zuerst gar nicht, was er will, warum er so schrie. Es war bisher bei uns nicht üblich, die Vortragenden zu unterbrechen. Dr. Heinzius hat nie unterbrochen. Dabei hatte ich gar nichts gegen Hermann gesagt. Es war ein Einwand, ein Zitat. Meinen eigenen Standpunkt, was ich selbst über Hermann denke, hatte ich vorher klar gemacht. So wie es auch in meinem Manuskript steht. Kennt Vogelsang dein Manuskript? Er hat nicht danach gefragt. Und du hast wörtlich gesagt, was im Manuskript steht? Nicht wörtlich. Ich habe freigesprochen. Ich war ein paar Augenblicke lang nicht richtig konzentriert. Er hat mich durch sein Angestarre ganz nervös gemacht. Und als er dann losbrüllte, wollte ich mich nicht mehr auf mein Manuskript berufen. Jetzt soll ich mich für was entschuldigen, was ich gar nicht gesagt habe. Als die Römer in Judäa lagen, verlangten sie von den Juden sehr hohe Zölle. Fragten sie die Rabbinen des Talmud,
Soll man seine Ware richtig deklarieren oder nicht? Antworten die Rabbinen: Weh dem, der es sagt, weh dem, der es nicht sagt. Was immer du tust, mein Junge, er wird versuchen, dir daraus einen Strick zu drehen. Also ich würde weder Ja noch Nein sagen. Ich würde erklären, das und das habe ich gemeint. Wenn es jemand missverstanden hat und sich beleidigt fühlt, dann will ich es nicht gesagt haben. Der Richter François ist ein vernünftiger Mensch. François ist ein jolly good fellow. Aber die Boys werden es für einen Rückzieher halten. Es wäre gegen die Ehre. 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 Ich glaube übrigens nicht, dass sich Vorgesang das Schwein mit einer halben Erklärung begnügen wird. Für den ist die Sache nur mit einer runden, klaren Entschuldigung aus der Welt zu schaffen. Go ahead. Mach reinen Tisch. Spring über deinen Schatten. Zivilcourage hast du schon genug gezeigt. Du kannst nicht gegen den ganzen Schulapparat aufkommen. Was du über Hermann gesagt hast, ist sicher alles richtig. Aber es hat keinen Zweck, solchen Burschen wie Vorgesang gegenüber auf einer Behauptung zu bestehen, bloß weil sie wahr ist. Nordische List, wie die Nazis sie anwenden, ist da viel angebrachter als Bekennermut. Falsch, falsch, falsch. Mit Opportunismus kommst du bei den Nazis nicht durch. Den imponiert nur Schneid. Du warst doch ganz einverstanden mit Hermanns Aufstand. Und jetzt soll ich auf meiner platten rationalistischen Kritik an ihm bestehen? Ich sehe da keinen Widerspruch. Noch sind Ferien und du hast genügend Zeit, dir die Sache durch den Kopf gehen zu lassen. Zehn Brüdersinnen mehr gewesen, haben wir gehandelt mit Wein. Einer ist von uns gestorben, Sinnen mir geblieben, nur nein. Ui, ui, Schmerl mit dem Fiedele, Devie mit dem Bass. Sing mir schöne Liedele, Eufen mit dem Stross. Bleibt dir nichts anderes übrig, Berthold. Du musst dich entschuldigen. Tu's noch in den Ferien in einem Brief. Schreib an Direktor François. Er muss sich entschuldigen. Von wem sprichst du? Vom jungen Oppermann. Hatte ich dir nicht gesagt, sei vorsichtig. Stell dich gut mit dem Neuen. Aber nein. Mit dir hat man es wirklich nicht leicht. Du siehst dir nicht an, mit wem du sprichst. Überlegst nicht. Platzt mit allem heraus, was du gerade denkst. Lehr du mich deine Kollegen kennen. Streber, die ihre Ohren überall haben. Die merken sich, was du sagst. Wenn die Nazis erst mal am Ruder sind, dann kann dich eine einzige unvorsichtige Äußerung um Amt und Brot bringen. Und was wird dann aus mir und aus unseren drei Kindern? Die studieren noch, die brauchen noch unsere Hilfe. Und für deine Studien über den Einfluss des antiken Hexameters auf Klopstocks Wortgebung zahlt dir niemand doch nur die Butter aufs Brot. Ja, das willst du nicht hören. Dann blickst du zum Himmel und spielst den Beleidigten und Geduldigen und begreifst nicht, dass ich mich nur deinetwegen abquäle und mir Sorgen mache. Der Mensch verdirbt mir alles. 7 Jahre lang haben wir uns bemüht, den Jungen klares Deutsch beizubringen. Da lässt das Ministerium diesen Teutonen auf sie los. Mir wird übel von seinem geschwollenen Volksversammlungspathos.
Wenn der Mensch wenigstens ein Konjunkturritter wäre. Und das Schlimmste ist, dass er es ehrlich meint. Dass er den Unsinn glaubt, den er daher schwatzt. Und ich muss mir das Gefasel ruhig anhören, muss höflich sein. Eine dunkle Zeit. Goethe hat gesagt, das Menschenpack fürchtet sich vor nichts mehr als dem Verstand. Vor der Dummheit sollten sie sich fürchten, wenn sie begriffen, was fürchterlich ist. Er hatte recht. Darauf kommt es jetzt nicht an, Alfred. Du kannst nicht vorsichtig genug sein. Und ich sitze da mit gebundenen Händen. Ich darf nicht zu dem gescheiten Jungen stehen gegen den Hornochsen, sein Lehrer. Denn leider hast du recht. Ließ ich mich dazu hinreißen, mich offen zur Vernunft zu bekennen, so würde die ganze Ochsenherde der völkischen Zeitungen losblöken und bliebe ungestraft. Denn die Republik ist schwach. Die Republik gibt immer klein bei. Die Republik besänftigt, im Gegenteil noch, die blökenden Ochsen. Darum bring die Geschichte noch, bevor die Schule wieder anfängt, in Ordnung. Schieb das nicht auf die lange Bank. Sprich mit deinem Freund Gustav. Auf seinen Onkel wird der Junge ja hören. Bei Gelegenheit. Nicht bei Gelegenheit. Bei nächster Gelegenheit. Bist du nicht wie jedes Jahr am 31. bei deinem Freund zum Mittagessen? Ja. Dann. Spätestens. Die Nachbarskinder, sie können es nicht abwarten. In dieser Gegend? Mhm. Sie wollten mir die Geschichte von diesem Vogelsang zu Ende erzählen. Dieser Kerl also, dieser widerwärtige Phrasendrescher, den Sie mir in meine gute Schule hineingesetzt haben wie die Kartoffel ins Tulpenbeet, fordert nun, dass Ihr Neffe Berthold sich offiziell entschuldigt. Und das will er nicht. Er fühlt sich im Recht. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, lieber François, dann ist das ja auch. Was ist daran so problematisch? Der Junge hat eine vernünftige Behauptung aufgestellt. Der Lehrer hat sich aus einem vulgären Sentiment heraus nicht gelten lassen. Das Ergebnis ist eine Kontroverse. Na und? Wie oder wer oder was Hermann der Cherusker war, das kann doch eine Streitfrage sein. Glauben Sie ernstlich, dass im 20. Jahrhundert einem jungen Menschen, der in einem deutschen Gymnasium eine begründete und beweisbare Ansicht äußert, dafür mit dem Hinauswurf gedroht werden kann? Nein, nein, so weit ist es noch nicht. Aber Sie scheinen doch den Einfluss, den Hitlers Bewegung auch auf die Schule hat, zu unterschätzen. Ich hatte kürzlich eine Unterredung mit dem zuständigen Ministerialreferenten. Ein vernünftiger Mann, ein Gutgesinnter, mit dem ich mich verstehe. Er hat mir zugesagt, dass er Vogelsang baldigst aus meiner Anstalt versetzen wird. Na also. Aber auch der Ministerialreferent ist von äußeren Umständen abhängig und muss nach allen Seiten Kompromisse machen. Für mich ist darum nach wie vor die gegebene Taktik, die Sache dilatorisch zu behandeln. Wird Vogelsang versetzt, so ist der ganze Fall automatisch erledigt. Aber das ist, wie ich schon sagte, ein Potenziales. Es ist besser, nicht zu fest mit dieser Möglichkeit zu rechnen. Vielleicht können Sie, Dr. Oppermann, Ihrem Neffen zureden. Zureden? Darauf war ich nach Ihrer Einleitung nicht gefasst. Nein, mein lieber François, in dieser Angelegenheit kann ich Ihnen nicht helfen. Ich kann verstehen, wenn jemand eine Wahrheit, die er kennt, verschweigt. Aber nachdem mein Neffe seine Wahrheit einmal ausgesprochen hat, möchte ich ihm nicht raten, sie hinterher zu verleugnen. Oder sich gar dafür zu entschuldigen. Das habe ich erwartet. Sie, Ihre Lehrer und auch die Herren im Kultusministerium stehen doch zur Demokratie. Da fürchten Sie, mit dem einen einzigen Herrn Vogelsang nicht fertig zu werden? Courage, lieber François. Bedenken Sie, dass die Nazis mit all ihrem Schmierenzauber nur knapp ein Drittel der Bevölkerung haben dumm machen können. So viel Aufwand, ein erstaunlich dürftiges Resultat.
Sagen Sie mir das oft und mit starken Worten. Es ist wichtig, dass wir das glauben. Aber es fällt mir nicht ganz leicht, es immer zu glauben. Wir können jetzt besonders gut hören, wie
Menge Jubel. Wir lassen ihn noch einen Augenblick die Musik von draußen ins Fenster hereinschallen. Fackelzug, Herr Professor. In der Aufnahme haben Sie ein Radio. Fackelzug? Sowas gab's doch früher nicht. Doch dazu im Radio. Wir werfen einen Blick in das Arbeitszimmer Adolf Hitlers. In hellem Licht steht er am Fenster und blickt hinaus auf die vorbeimarschierenden Paar, die ungeheuren Menschenmassen, die ihm zujubeln. Bei ihm steht. Wir kommen da überhaupt nicht vor. Der Herr Reichspräsident steht am Fenster, freut sich an der Marschmusik und schlägt mit dem Stock den Takt mit. Sonst kommen wir gar nicht vor. Es kommt nicht darauf an, was auf der Straße passiert, mein lieber Kollege Ranzow, sondern wie regiert wird und ganz besonders darauf, wer regiert. Wir nämlich, die Deutschnationalen. Mit den drei Nazis im Kabinett werden wir doch alle mal fertig. Aber einer von den dreien ist Kanzler. Das ist doch der Sinn dieser Regierung. Hitler einzurahmen, ihn einzumauern. Und ihr glaubt, dass er sich einmauern lässt? Papen hat gesagt, in ein paar Wochen haben wir ihn so in der Ecke, dass er quietscht. Das ist nicht auszuhalten. Was bildet sich dieser Melentin ein, wer er ist? Schuldiener ist er! Petel! Das ganz Große, dass wir einen geschichtlichen Moment, über dessen Bedeutung wir uns heute vielleicht noch gar nicht klar sind, in diesem Augenblick durch den Rundfunk miterleben. Junge Arbeiter sind heraufgeklettert auf die Bäume sind umzäumt, wie die Straußen hängen die Menschen oben an den Bäumen und etwas sehen. Aber man muss doch bedenken, dass dieser ganze Fackelzug erst in 2 oder 3 Stunden organisiert worden ist, als ein ganz spontaner Ausbruch dieser Freude für Deutschland. Ja, als die Leute hörten, dass einem solchen, dass Hitler zum Reichskanzler ernannt worden war, dass die Einigung Hitler hinten vollzogen war, da war Wahnsinn und Hoffnung. Wir haben den entfesselten Proletarier gesehen. Das war nicht schön. Wir haben den entfesselten Großbürger gesehen, den Großagrarier und Militaristen. Das war scheußlich. Aber alles wird uns paradiesisch vorkommen gegen das hier. Den entfesselten Kleinbürger, die Nazis und ihren Führer. Glauben Sie wirklich, verehrter Professor? Ich erwarte anderes. Das Jahrhundert der großen Schlachten hat erst begonnen. Ein Jahrhundert der Vernichtung wird es sein. Die Endgeschlechter der weißen Rasse werden unerbittlich aneinandergehen. Der Donner wird sich mit dem Meer, das Feuer mit der Erde begatten. Dafür muss man Gehirne mit Hörnern züchten. Darin sehe ich den Sinn des Dritten Reiches. Eine militante Transzendenz, ein Richtertum aus hohen, währenden Gesetzen, Züchtung von Rausch und Opfer für das Sein verwandlungsloser Tiere. Ja, das ist die Perspektive. Na schön, wenn Sie meinen. Aber vorher nehmen Sie vielleicht noch einen Cognac und eine Zigarre. Deutschland,
Oppermann. Ja, wir hören es hier auch. Das geht ja wohl noch bis Mitternacht. Natürlich müssen wir darüber reden, Jacques. Heute ist Montag. Noch in dieser Woche jedenfalls. Ich rufe Sie morgen vom Kontor aus an. Ja. Viele Grüße. Er hat recht behalten. Ich habe wirklich zu lange gewartet. Spur dem Wolfe sitzen. Schlagt ihn tot. Das Weltgericht fragt euch nach den Gründen nicht. Ich verstehe von Literatur nicht halb so viel wie du. Weil das sonst nur Mist erzählt hat, verstehe sogar ich. Macht das Kleist ein Vorläufer von Horst Wessel. Ich kann es ihm nicht beweisen, dass er Kleist fälscht, aber dass Kleist es so nicht gemeint haben kann, ist doch wohl klar wie Kloßbrühe. Er hat mich nach der letzten Stunde zu sich bestellt. Was will er denn? Hat er nicht gesagt. Worüber wollen Sie sprechen? Über das Thema, was können wir heutigen aus dem Kampf der Nibelungen gegen König Etzel lernen? Bon, wir können manches daraus lernen. Und was ist Ihr Thema? Der Humanismus und das 20. Jahrhundert. Bitte? Der Humanismus und das 20. Jahrhundert? Wie soll man in einer knappen Stunde über ein so riesiges Thema fruchtbar diskutieren? Herr Dr. Heinzius hat mir einige Hinweise gegeben. Ich wundere mich, dass mein Vorgänger Themen so allgemeiner Art zugelassen hat. Haben Sie sich lange damit beschäftigt? Ich bin so ziemlich fertig mit dem Referat. Ich soll das ja in der nächsten Woche halten. Das tut mir leid. Ich liebe so allgemeine Themen nicht. Ich möchte sie aus prinzipiellen Gründen nicht zulassen. Ich bedauere, dass Sie viel Mühe vertan haben, aber Prinzipi ist obster. Am Ende trägt ja auch jede Arbeit ihren Lohn in sich selbst. Was für ein Thema würden Sie mir vorschlagen, Herr Doktor? Lassen Sie mal sehen. Wie heißen Sie übrigens? Berthold Oppermann. Wie wäre es mit einem Vortrag über Hermann den Deutschen? Was zum Beispiel meinen Sie zu dem Thema, was bedeutet uns heutigen Hermann der Deutsche? Was meinen Sie, Oppermann? Gut. Recht so. Und?
Er hat mir meinen Vortrag umgeschmissen. Mensch. Warum? Das ist ihm zu allgemein. Und was nun? Er hat mir Hermann den Deutschen vorgeschlagen. Wen? Was bedeutet uns heutigen Hermann der Deutsche? Der meint Hermann den Kerusker. Der Vogel sang Hermann der Deutsche. Idiotisch. Du hast natürlich Nein gesagt. Gut, habe ich gesagt. Hätte ich an deiner Stelle nicht gemacht. Hätte ich abgelehnt, wäre ich mir wie ein Drückeberger vorgekommen. Das kann dir doch egal sein, was die anderen sagen und was Vogelsang denkt. Ich wäre mir wie ein Drückeberger vorgekommen. Es war wie eine Kampfansage. Ich konnte gar nicht Nein sagen. Es war trotzdem ein Fehler. Vogelsang ist Nazi. Der will dich reinlegen. Zurück kann ich nicht mehr. Morgen, Bertha. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Alles Gute für Ihr neues Lebensjahr. Dankeschön. Morgen, Herr Doktor. Morgen, Schlüter. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Dankeschön. Sonntag, dem 6. November 1932, ist das deutsche Volk aufgerufen, einen neuen Reichstag zu wählen. Im Berliner Bezirk Mitte, wo sich in der Taubenstraße das Wahllokal vieler höchster Reichs- und Staatsbeamten befindet, hatten sich schon in den frühen Morgenstunden zahlreiche Sofort, Herr Dr. Gommann. Was soll man sagen? Ich kann dir nur wünschen, dass alles bleibt, wie es ist. Ich wünsche dir's herzlich. Danke. Danke, Franzke. Überwunden hast. Ein Opfer. Ich weiß doch, wie sehr du daran hängst. Aber du nicht weniger. Fürs Kontor habe ich eine Kopie machen lassen. Und, wie ist sie geworden? Zufriedenstellend. Thank you.
hast du dir doch schon lange gewünscht. Aber es hat gedauert, bis ich die richtige gefunden habe. Mensch, Mühlheim. Alle dein Jahrgang. 1882er Cognac. Das ist nämlich sehr bekömmlich, Schnaps zu trinken, der genauso alt ist wie man selbst. Ich hatte gestern eine Besprechung mit unserem Verleger. Ich habe mit ihm über Ihre Lessing-Biografie gesprochen. Er wollte erst ausweichen, ja, wie Verleger eben so sind. Aber ich habe nicht locker gelassen. Also, es ist soweit. Der Minerva Verlag bringt Ihren Lessing. Es ist sicher wie Tod, Seele und Auferstehung. Was heißt sicher wie Seele und Auferstehung? Hundertprozentig sicher oder hundertprozentig unsicher? Ich meine sicher. Schlechthin sicher. Und das sagen Sie erst jetzt? Das ist ja das schönste, das allerschönste Geburtstagsgeschenk. Nein, 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 keine Rede. Darauf müsst ihr heute leider verzichten. Aber ich darf zum Kaffee bitten. Das vorläufige Endergebnis soll noch vor 12 im Radio kommen. Aber du hast ja kein Radio. Hüter hat eins in der Küche. Noch Zeit. Lieber Herr Professor, Sie sind politisch interessiert und informiert. Seit ich Sie kenne, immer im Bilde. Wie erklären Sie mir, schlichtem Zeitgenossen und Steuerzahler, der eigentlich überhaupt nichts mehr versteht, was eigentlich passiert und was es bedeuten könnte? Lieber Herr Brieger, das kann ich Ihnen auch nicht erklären. Ich könnte Ihnen höchstens erklären, warum man nichts mehr erklären kann. Weil man nämlich nichts mehr erfährt. Bei uns findet die Politik nämlich schon lange nicht mehr im Reichstag statt, der nur noch zusammentritt, um aufgelöst zu werden. Bei uns wird die Politik jetzt in Hinterstübchen gemacht, wo bekanntlich die Hintermänner sitzen. Uns regiert sowieso nicht, wen wir gewählt haben, sondern wen das Vertrauen des verehrten Herrn Reichspräsidenten trägt. Zurzeit trägt es den köstlichen Herrn von Papen, toller Reiter. Entschuldige, Gustav. Immer tipptopp in Schale. Sie haben vielleicht recht, sich über Papen lustig zu machen. Sie haben vielleicht auch das Recht, das Vertrauen des Reichspräsidenten zu diesem Mann dubios zu finden. Aber Sie sollten nicht vergessen, dass genau das uns vor Hitler bewahrt hat, dass der Reichspräsident sich bisher standhaft geweigert hat, Hitler zum Kanzler zu machen. Bisher? Daran wird auch diese Wahl nichts ändern. Hitler bekommt nicht die Mehrheit. Und ohne die Mehrheit braucht er das Vertrauen Hindenburgs. Und das hat er nicht. Gott sei Dank. Und wenn er eine Koalition zusammenkriegt, mit Ihrem Deutschnationalen zum Beispiel, Herr Ranzo? Erstens, es sind nicht meine Deutschnationalen, auch wenn ich ihnen nahestehe. Zweitens, Hitler hat mehrfach erklärt, kein Ministeramt in irgendeiner Koalition annehmen zu wollen. Drittens, fände sich aber eine parlamentarische Mehrheit, die Hitler als Kanzler haben will, so könnte Hindenburg gar nicht anders, er müsste ihn ernennen. Aber was wäre daran viertens denn so schlimm? Hitler wäre dann der Chef einer Koalitionsregierung wie alle anderen Kanzler vor ihm. Und wie alle anderen vor ihm hätte er alle Hände voll damit zu tun, die Koalitionsparteien auch nur einigermaßen bei der Stange zu halten. Ein Kunststück, das auf Dauer noch keiner fertiggebracht hat. Auch Hitler müsste Kompromisse machen. Auch er würde sich, wie alle anderen vor ihm, in der Regierung verbrauchen, kaputt verhandeln, abnutzen.
Aber lieber und verehrter Herr preußischer Ministerialdirektor, wer oder was garantiert, dass Hitler sich an die demokratischen Regeln halten wird? Er ist kein Demokrat. Wer oder was garantiert, dass er, wenn er scheitert, Bismarcks Schulhof wieder räumen wird? Wozu braucht er eine so riesige Parteiarmee, wenn nicht für die Diktatur? Und glauben Sie im Ernst, dass irgendein Minister irgendeiner Koalitionspartei sich halten könnte, sei es auch der allernationalste deutsche Nationale, neben diesen jederzeit lospöbelnden, losdreschenden, losschießenden Nazis, diesen Goebbels, Göring und Konsorten? Mein lieber Ranzo, wenn ich höre, man solle Hitler und seine Kumpane doch ruhig an die Regierung kommen lassen, damit sie sich abnützten wie alle anderen vor ihnen, dann stehen mir die Haare zu Berge. Die sind nicht wie die anderen. Das ist überhaupt keine Partei, nicht mal eine radikal-rechte. Das ist eine zu allem entschlossene Bande von Demagogen, Schwindlern, Postenjägern, Landsknechten, dümmsten der Dummen, aus dem Bodensatz, der Hefe. Mit einem Wort eine Räuber- und Mörderbande. Bravo. Ganz meine Meinung. Alles Lumpen, Schwindler, Dummköpfe. Aber sehr erfolgreiche. Das ist ja die Stärke der Nazis, dass die Vernunft ablehnen und an den Instinkt appellieren. Die Herrschaften verstehen sich auf ihre Kundschaft, wie jeder gute Geschäftsmann. Ihre Ware ist schlecht, aber gängig. Und ihre Propaganda ist first class. Unterschätzen Sie den Führer nicht. Die Firma Oppermann könnte zufrieden sein, wenn sie einen solchen Propagandachef hätte. Müsste den ganzen Abend lang über Politik reden? In Ihrem Dritten Reich wollen Sie ja antisemitische Gesetze machen. Aber wie wollen Sie feststellen, wer Jude ist und wer nicht? Die meisten deutschen Juden haben sich doch so assimiliert, dass es nur noch von ihnen selbst abhängt, ob sie sich für Juden erklären oder nicht. Apropos Assimilation. Kennen Sie die Anekdote vom alten Bankier Dessauer? Nee. Herrn Dessauer klingt sein Name zu jüdisch. Ändert er ihn um. Erklärt: Von jetzt ab bin ich nicht mehr Herr Dessauer, von jetzt ab bin ich Herr Dessauer. Oh, trifft Herr Kuhn Herrn Dessauer in der Straßenbahn, sagt Herr Kuhn: Guten Tag, Herr Dessauer. Sagt Herr Dessauer: Entschuldigen Sie, Herr Kuhn, ich heiße jetzt Dessauer. Na, ein paar Minuten später nennt ihn Kuhn wieder Dessauer. Entschuldigen Sie, Dessauer, korrigiert ihn mit Nachdruck Herr Dessauer. No, die Herren steigen aus, gehen ein Stück gemeinsam und fragt nach ein paar Schritten Herr Kuhn: Können Sie mir nicht sagen, Herr Dessauer, wo ist hier das nächste Pissauer? Nett, dass du die Prokuristen eingeladen hast. Aber es ist doch selbstverständlich. Im Übrigen hat dieser Herr auf schlichte Art ausgedrückt, was in den Menschen unseres Breitengrades zum Ausbruch drängt. Die Herrschaft der Vernunft sackt zusammen. Die läppische Tünche der Logik wird abgekratzt. Eine Epoche dumpft heran, in der das große, partiell überentwickelte Tier-Mensch zu sich selber zurückfindet. Das ist der Sinn der nationalsozialistischen Bewegung. Sind wir nicht alle glücklich, das mitzuerleben? Wovon redet ihr eigentlich? Und von wem? Wir sind gemeint, wir persönlich, wenn sie Iuda Parecke schreien. Ihr seid klug, ihr erklärt alles, analysiert alles, wisst alles, aber ihr tut nichts. Die anderen wissen gar nichts, aber sie handeln. Sie tun was. Sie werden es schaffen. Und ihr werdet die Gelackmeierten sein. Na, ihr alle Zionisten. Na, ihr euren Assimilierten? War prima. Fandst du das auch? Ja, fand ich auch. Sie interessiert sich nur für Politik und Medizin, Frau François. Jetzt lernt sie auch noch Hebräisch. Ja, sie will in Berlin, in London und in Jerusalem studieren. Sich dann auch als Ärztin in Palästina niederlassen. Sie kommt ganz nach meinem Mann. Wie viele Blutproben hat man gemacht? Wie viele Schädel gemessen? Haare untersucht? Nie auch nur der kleinste Beweis. Diese Rassentheorien sind reine Fantasien. Ich bin Facharzt für Kehlkopfkrankheiten, Laryngologe, Wissenschaftler. Ich halte mich an Forschungsergebnisse, an Tatsachen. Glauben Sie mir, Herr François, ich habe noch nie bemerkt, dass auf bestimmte Reizungen der Kehlkopf eines sogenannten Arias anders reagiert hätte als der eines Semiten.
Preußen erst verliert, dann im Weltkrieg. Und dann wird er zum Staatsoberhaupt gewählt. Das ist nicht Mal ist das Stimmen der Sozialisten. Das ist nach Urteil seiner Umgebung gar keine eigene 1789. Da haben sich die französischen Aristokraten wie die Esel von der Revolution überlaufen. Dabei weiß doch heute jeder Schuljunge, dass sie aus den Schriften Rousseaus und Voltaires hätten wissen müssen, was auf sie zukommt. Ich rede von der französischen Revolution. Hm. Ja. Wie sind Sie mit meinem Sohn zufrieden, Herr François? Zufrieden? Ihr Junge ist meine Freude. Er machte sich neulich Sorgen des neuen Klassenlehrers wegen. Ach, das muss er nicht. Wissen Sie, Herr Oppermann, es stimmt schon. In den meisten Gymnasien haben es die jüdischen Schüler jetzt nicht leicht. Man hört da so allerlei. Aber ich habe meinem Institut die Politik bisher fernhalten können. Und daran soll sich auch in Zukunft nichts ändern. Familiarität, Solidarität, Zusammenhalt. Darauf kommt's an. Meine Herren, es wird Zeit. Kommen Sie, bilden wir ein Küchenkabinett. Nehmen wir ein Beispiel an Lenin. Das ist Familiensinn. Da gefährdet keiner den anderen wie du. Wie ich? Ich gefährde die Familie? Du hast wieder politisiert. Ja, aber alle anderen haben politisiert. Ich habe kein Wort gesagt. Ich hab's doch gesehen. Ich kenn dich doch, wie du vorhin mit den beiden Oppermanns zusammengestanden hast. Ja, aber Emilie, Donnerwölkchen. Nenn mich nicht Donnerwölkchen. Wie oft habe ich dich gebeten, deine Meinung für dich zu behalten? Du bist Beamter und du hast Familie. Da kannst du nicht einfach sagen, was du denkst. Sicher erzählt er jetzt zum tausendsten Mal, wie er sich freut, dass der Verlag sein Buch bringen wird. Wie leicht es ist, die Menschen glücklich zu machen. Eine Biografie. Was ist eine Biografie? Der kramt einer herum in den Abfällen der sogenannten Wirklichkeit im Abgelebten und ist glücklich. Welch ein Kind. Unser Freund Gustav. Ich habe da ein Problem mit meiner neuen Kurzgeschichte. Würden Sie mir helfen? Aber gern. Mit dem Gongschlag war es 12 Uhr Mitternacht. Hier ist der Berliner Rundfunk. Sie hören Nachrichten. Am gestrigen Sonntag, dem 6. November 1932, hat das deutsche Volk zum zweiten Mal in diesem Jahr einen neuen Reichstag gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 80,6%. Es wurden insgesamt 35,5 Millionen gültige Stimmen abgegeben. Hier das vorläufige Endergebnis. Für die Sitzeverteilung im neuen Reichstag ergibt sich danach folgendes Bild. Sozialdemokraten 121 Mandate, 8 weniger als bisher. Kommunisten 100 Mandate, 11 mehr als bisher. Deutschnationale Volkspartei 52 Mandate, 15 mehr als bisher. Na, gratuliere. Du machst nicht so spannend, sag schon, was mit Hitler ist. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 196 Mandate, 34 weniger als bisher. Was? Zentrum. Das müssen alle wissen. 70 Mandate. 5 weniger als bisher.
Darf ich mal einen Augenblick um Ruhe bitten? Eben ist in den Nachrichten durchgegeben worden, dass Hitler 34 Mandate verloren hat. Das sind über 2 Millionen Stimmen. Deutsche Volkspartei. 11 Mandate. Zum ersten Mal weniger statt mehr. Er hat den Höhepunkt überschritten. Es geht bergab mit ihm. Er stellt immer noch die stärkste Fraktion. 5 Mandate. Da können wir mit Wels ganz anders reden. Es steht bei mir nicht gut und es steht bei Ihnen nicht gut. Unter uns Pfarrerstöchtern können wir uns das doch ruhig sagen. Ich sage es ja. Unsere Bilanzen sind nicht befriedigend. Sie sind sogar unbefriedigend, aber sie sind besser als Ihre. Das wussten wir beide doch schon vorher. Aber dann hat mir Herr Brieger trotzdem einen Brief geschrieben. Sie hätten gehört, ich hätte Ihnen gewisse Vorschläge zu machen, die auf eine noch angenehmere Verbindung hinzielten. Dann wäre meinen Vorschlägen sehr interessiert. Richtig. Sie kennen nun meine Vorschläge. Ich gebe ja zu, dass Sie für mich nicht ungünstig sind, aber weit günstiger sind Sie doch noch für Sie. Wir haben Ihre Vorschläge lange und reiflich überlegt, verehrter Herr Wels. Und wir sind ja auch, wie ich Ihnen schon sagte, im Prinzip durchaus geneigt, diesen Vorschlägen näher zu treten, trotz unserer Bedenken. Im Prinzip durchaus, trotz unserer Bedenken. Da kommen wir nicht weiter. Ich verstehe offen gestanden den Grund Ihrer Unzufriedenheit nicht. Dann will ich Ihnen meine Bedenken sagen. Sie meinen es nicht ernst. Worauf Sie sich einlassen wollen, ist lediglich ein Versuch, der Sie nur zu wenig verpflichtet. Ich habe Ihnen angeboten, eine unserer Berliner Filialen, zum Beispiel die Steglitzer, und eine unserer Provinzfilialen, zum Beispiel die Breslauer, mit 2 entsprechenden Ihrer Filialen zu fusionieren. Daran bin ich aber nicht interessiert. Als ob Sie nicht ganz genau wüssten, dass ich nur 3 Filialen habe. Wenn die Geschichte schief geht, dann verlieren Sie 2 von Ihren 11 Filialen. Ich aber verliere 2 von 3 und bin erledigt. Sie hatten mehr erwartet. Allerdings. Und dafür hatte ich auch meine Gründe. Gründe? Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. Das wissen Sie doch ganz genau, Herr Oppermann. Den Wunsch nach einer noch angenehmeren Verbindung hätten Sie sich doch schon seit über 20 Jahren erfüllen können. So lange ist nämlich schon her, dass die Firma Oppermann auf unsere Dienste verzichtet hat. Aber Sie kommen heute auf die Idee. Warum? Weil Sie für Ihre deutschen Möbelwerke in ganz Berlin keinen anderen Partner auftreiben können als mich? Warum also? Ich will es Ihnen sagen. Weil Sie nicht irgendeinen Partner brauchen, sondern einen ganz bestimmten. Weil Sie nämlich ein vorausschauender Geschäftsmann sind, der nicht nur Bilanzen liest, sondern auch Zeitungen. Ich denke mir also, dass es andere als nur geschäftliche Gründe gewesen sein müssen, die Sie veranlasst haben, nach so langer Zeit
wieder mit mir in Verbindung zu treten. Sie denken an politische Gründe. An die denke ich. Dann irren Sie sich, Herr Welz. Es muss da ein Missverständnis vorliegen. Ich glaube nicht, dass Herr Brieger eine solche Andeutung gemacht haben könnte. Auch wenn Ihr Herr Brieger es nicht gesagt hat, gedacht hat er es. Die Situation legt es nahe. Die Situation? Welche meinen Sie? Die politische Situation jedenfalls ist ruhig, so ruhig wie schon lange nicht mehr. Sie sagten eben, ich würde nicht nur Bilanzen lesen, sondern auch Zeitungen. Das tue ich in der Tat. Und ich hatte gedacht, Sie sind an einer Verständigung interessiert. An einem Waffenstillstand. Da habe ich mich also getäuscht. Herr Welz, nicht alles gelingt gleich beim ersten Anlauf. Ich betrachte unsere Verhandlung nicht als gescheitert. Ich bin im Gegenteil davon überzeugt, dass wir, wenn wir uns öfter und eingehend über die Materie unterhalten, auch eine Verständigung haben werden. Meine Sachen bitte. Dass ihr euch mal nicht schneidet. Was jetzt zu geschehen hat, ist klar. Wir müssen Welz zeigen, dass wir ihn nicht brauchen, es wird ihn gefügiger machen. Wir können auch ohne ihn die Steglitzer und Breslauer Filiale ausgliedern und in die Deutsche Möbelwerke AG umwandeln. Das ist auch Briegers und Hinzes Meinung. Rechtliche Schwierigkeiten, sagt Mühlheim, gibt es keine. Ich habe schon mit ihm gesprochen. Technisch ist es auch kein Problem, sodass wir die nötigen Schritte sofort tun könnten. Ich hatte auch Gustav und Edgar zu dieser Besprechung gebeten, aber Edgar kam wie immer nicht aus der Klinik weg und Gustav habe ich nicht erreichen können. Nun, was meinen Sie dazu, Jacques? Gut. Ich finde es nach wie vor gut. Nur schade, dass ihr es nicht ganz machen wollt. Das heißt, dass ihr nur zwei Filialen umwandeln wollt. Und doppelt schade, dass ihr es nicht zu Ende machen wollt. Das heißt, diesen Welz gleich hereinnehmt. Ihr habt vielleicht nicht mehr so viel Zeit. Wieso? Wir sind jetzt nicht mehr genötigt, uns mit Welz zu verständigen. Und werden es hoffentlich in den kommenden Monaten und Jahren nicht sein. Er wird unverschämt, wenn wir ihm zu sehr entgegenkommen. Ich kenne diese Leute. Nach meiner Meinung können wir, so wie es jetzt aussieht, durch Warten nur gewinnen. Na, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich bin beileibe kein Prophet. Aber ist nicht oft schon zu lange gewartet worden? Es kann noch ein halbes Jahr dauern, es kann ein Jahr dauern. Wer will wissen, wie lange es dauert? Aber wenn wir Schlamassel bekommen, dann kann es vielleicht doch nur mehr 8 Wochen dauern. Siebzehnmal hat Grosnowice den Besitzer gewechselt. 7-mal waren dabei Pogrome, 3-mal hat man einen gewissen Chaim Leibelschitz hinausgeführt und ihm gesagt, so, jetzt hängen wir dich auf. Alle haben geraten, sei klug, Chaim, verlasse Grosnowice, aber er ist geblieben. Und auch als sie ihm das 4. Mal hinausgeführt haben, haben sie ihn nicht aufgehängt. Sie haben ihn erschossen.
Man kann ihm die Oppermannschen Läden schließlich nicht nachschmeißen. Nun, nun, ich habe gesagt, dass ich gut finde, was ihr machen wollt. Danke. Und falls alle Stricke reißen, wiederhole ich mein Angebot, euch amerikanische Partner mit amerikanischem Kapital zu verschaffen. Binnen 8 Tagen manage ich euch das so, dass auch kein Hitler mehr an euch rankommt. Lavendel wäre kein guter Name für unsere Geschäfte. Ich weiß. Davon war ja meines Wissens auch nicht die Rede. Ja. Ich danke Ihnen sehr herzlich, Jacques. Unser Schwager aus dem Osten ist manchmal reichlich unumwunden. Ich verstehe ja nichts von euren Geschäften. Aber dass Jacques einen amerikanischen Pass hat, kann doch jetzt nur von Nutzen sein. Und warum, wenn du Wells schon hereinnehmen willst, tust du es nicht wirklich gleich? Schreibkram wird es von Tag zu Tag schlimmer. Manchmal glaube ich, das Einzige, was in Deutschland überhaupt noch produziert wird, ist Papier. Haben Sie das gesehen, Herr Professor? Ja. Er kommt wahrscheinlich Jacobis wegen. Der Fall Jacobi zieht sich jetzt lange genug hin. Fall, es gibt keinen Fall Jacobi, Schwester Helene. Die Dinge liegen höchst einfach. Der bisherige Oberarzt Müller II hat eine Professur in Kiel erhalten. Ich möchte meinen Assistenten Dr. Jacobi an seine Stelle setzen. Jacobi ist wissenschaftlich besonders qualifiziert. Ein ausgezeichneter Diagnostiker. Mir im Laboratorium unersetzlich. Schluss. Das dauert jetzt schon Monate. Früher wäre das in 14 Tagen erledigt gewesen. Ja, aber es ist nicht mehr wie früher. Also, Geheimrat Lorenz wünscht mich wegen des Falles Jacobi zu sprechen. Gut, dann muss Dr. Reimers eben die Visite übernehmen. Aber vorher kann ich noch einen Sprung ins Laboratorium. Was willst du hier? Und damit verschonen Sie mich heute, wenn ich schon die Konferenz mit Geheimrat Lorenz auf mich nehme. Und wenn ich mich ein paar Minuten verspäte, dann bitten Sie Geheimrat Lorenz zu warten. Geheimrat Lorenz, bitte. Laryngologische Oberschwester Helene. Ist der Herr Geheimrat zu sprechen? Danke. Herr Geheimrat, Herr Professor Oppermann erwartet Sie dann um 12. Um die Wahrheit zu sagen, heute rechne ich damit, dass der Herr Professor sich verspätet. Mir liegt daran, vorher ein paar Minuten allein mit Ihnen zu sprechen. Danke, Herr Geheimrat. Das Resultat im Fall 834 ist hoffnungslos. Der Fall ist drittes Stadium. Scheiße! Aber dagegen muss man was tun, Herr Geheimrat. Ich meine, ich mache ihn endlich darauf aufmerksam. Er muss sich dagegen wehren. Ich würde einfach drauf scheißen, meine Tochter. Aber er ist Staatsbeamter, Herr Geheimrat. Ja, deshalb braucht er von mir aus das Packen auch lange nicht zu verklagen. Wer da hineinlangt, macht sich nur die Hände dreckig. Lassen Sie sich darüber keine grauen Haare wachsen, meine Tochter. Solange der Minister mir Ruhe lässt, tue ich keinen Schnaufer. Das da existiert für mich nicht. Verlassen Sie sich drauf. Wie Sie meinen, Herr Geheimrat.
Also, Kollege, ich gehe gleich medias in res. Ich möchte mich einmal ordentlich mit Ihnen über diese Angelegenheit Jacobi ausschleimen. Ist die so kompliziert? Was ist heutzutage nicht kompliziert? Die Subventionen für die Kliniken sind immer schwerer durchzudrücken. Gerade für Ihre Geschichten, lieber Oppermann, fürs Theoretische, fürs Labor, da winseln sie um jede Mark. Der Oberbürgermeister ist ein Scheißer. Darauf müssen wir Rücksicht nehmen. Ihr Jacobi ist natürlich der gegebene Mann. Ich kann nicht sagen, dass er mir gerade sehr sympathisch ist, das wäre gelogen. Aber ein Wissenschaftler ist er, da feilt sie nichts. Sogar der Varus hat sich nicht getraut, ihn geradezu abzulehnen. Varus wird immer opponieren, wenn etwas von mir kommt. Kann sein, was es will. Wissen Sie, wen er in ernstliche Erwägung gezogen haben will? Den Reimers. Ihren Reimers, Kollege Oppermann. Schlau. Reimers ist bei den Patienten sehr beliebt. Er ist überhaupt ein sympathischer, offener Mensch. Ja, und Jacobi ist unscheinbar, linkisch, gehemmt. Noch dazu stammt er aus einer armen Familie, aus dem Scheunenviertel. Durchs Studium hat er sich buchstäblich hungern müssen. Das hinterlässt Narben. Aber hochbegabt ist er. Ein Fanatiker der Präzision. Wenn jemand, dann ist er der Mann, der mein Verfahren vervollkommnen wird. Ich bin nicht gegen Reimers, aber ich bin für Jacobi. Der Reimers ist Ihrem kleinen Jacobi um eine Vorhautlänge voraus. Ich glaube nicht, dass die Herren vom Magistrat eine Aktfotografie verlangen werden. Aber eine persönliche Vorstellung ist dem einen oder dem anderen sicher erwünscht. Und ich weiß nicht, ob eine solche Vorstellung die Chancen Ihres Jacobi verbessern wird. Wünschen Sie, dass ich die Kandidatur des Dr. Jacobi zurückziehe? Ich wünsche gar nichts, Oppermann. Ich wünsche, offen mit Ihnen zu reden, das ist alles. Der Reimers wäre mir lieber, ich sag's wie es ist, aber als Wissenschaftler bin ich für Ihren Jacobi. Was ist also zu tun? Das wollte ich Sie fragen. Ich gebe Ihnen glatt zu, ich könnte Ihren Jacobi durchbringen, ohne weiteres. Aber mit dem Geld für Ihr Labor schaut es dann böse aus. Soll ich das riskieren? Wollen Sie das? Natürlich nicht. Also, dann bleibt nur eine einzige Taktik, die Entscheidung hinauszögern. Die politische Situation kann sich in einem Monat verbessern haben. Da muss halt der Jacobi noch ein bisschen warten. Sehr unangenehm? Nö, nö. Wir haben, sagen wir, 3-2 gewonnen. Thank you.
Ich kann mir noch kein Bild von ihm machen. Solange ich aber nicht weiß, wer er wirklich war, komme ich auch nicht richtig vorwärts. Scheint so, als hätte es zwei Hermanns gegeben. Der eine ist mit Anfang 20 ins römische Heer eingetreten, Offizier geworden, Kavallerist, ist rasch aufgestiegen, trug den goldenen Ring eines römischen Ritters, wurde von seinen Kameraden hervorragend beurteilt, als intelligent, tapfer, edel, mit blitzenden Augen. Tja, und der andere ist erst im Teutoburger Wald zum Vorschein gekommen. 6 Jahre nach der Schlacht besichtigte Varus' Nachfolger Germanicus das Schlachtfeld. Tacitus hat die Szene beschrieben. Auf dem Schlachtfeld lagen die Knochen, einzeln oder in Haufen, je nachdem, ob ein Einzelner auf der Flucht oder ob eine Formation in geschlossener Kampfordnung getötet worden war. Zertrümmerte Waffen, Pferdeknochen, an die Bäume genagelte Menschenköpfe. In nahen Hainen die Opferaltäre, auf denen sie die höheren Offiziere geschlachtet hatten. Soldaten aus der Varus-Armee, die dem Blutbad entkommen waren, zeigten das Podium, von dem Herab Hermann seine Rede gehalten hatte, und berichteten, wie viel Kreuze und Gruben für die Gefangenen er hatte machen lassen. Er hat nämlich die Gefangenen nicht wie sonst üblich zu Sklaven gemacht, sondern bis auf wenige Ausnahmen kreuzigen oder eingraben lassen. Den abgeschnittenen Kopf des Varus schickte er an den Markomannen König Marbot. Mit deutschem Gruß. Barbaren. Am Vorabend der Schlacht war Hermann Varus Gast. Er ist von der Tafel weg zu seinen Leuten geritten. Dumm war er nicht, dein Hermann. Sie müssen eine andere Art Verstand gehabt haben, diese Boys. So eine Art Indianerverstand. Schlau war er, das ist schon mal sicher. Und wie machst du daraus den Eintritt der Deutschen in die Geschichte? Das ist die Preisfrage. Schaffst du mit links. Aber darauf kommt es überhaupt nicht an. Vogelsang will dich reinlegen, vergiss das nicht. Wer Hermann wirklich war, ist nicht so interessant. Er ist seit 2000 Jahren tot. Wer Vogelsang wirklich ist, darauf kommt's an. Der lebt nämlich, der will was von dir. Mit dem hast du es noch bis zum Abi zu tun. Kurt, ich kann heute Nachmittag den Wagen kriegen. Mein Vater weiß das immer, fast immer. Kommt mir auf Franzkan, ob der Laune hat. Heute hat er. Um 3 an deiner Ecke? Er hat noch nicht und will noch mal. Du zuerst, Kurt. Schalten nicht vergessen. Kupplung langsam kommen lassen. Mit Gefühl. Varus muss ein ganz übler Kunde gewesen sein. Raffgierig. Als General eine Null. Als Politiker eine ziemliche Katastrophe und dazu noch arrogant. Die Germanen fand, er könnten zwar sprechen und hätten Arme und Beine, aber das sei auch das einzig Menschenähnliche an ihm. Wie finden Sie das, Herr Franzke? Na, wenn ich das so höre, dann finde ich, dass damals der Nationalsozialismus noch seine Berechtigung gehabt hat. Hermann. Als Advokaten hatten die ollen Germanen ganz besonders auf dem Kieker. Die römischen natürlich, selber hatten sie keine. Wenn sie meinen fingen, haben sie ihn mit Genuss gemartert und um die Ecke gebracht. Sie wollten nämlich kein geschriebenes Recht. Ein für alle gültiges Recht, fanden sie, ging gegen die Ehre des Individuums. Zivile Sachen erledigten sie selber, schlugen auch schon mal einen Prozess gegen den Tod, krähte kein nordischer Hahn danach, schwere Fälle brachten sie vor ihren Führer. Sie ließen sich lieber von ihren Führern aburteilen, auch nach irgendwelchen halbwegs vernünftigen Gesetzen. Mit Vernunft hatten sie nicht viel im Sinn. Wie Vogelsang. Wieso, übt er auch Selbstjustiz? Das nicht. Aber mit Vernunft hat er auch nichts im Sinn. Oh. Der geborene Chirusker. Nimm den Jungen nicht auf den Arm, Mühlheim. Was soll er denn damit in seiner Schule anfangen? Wieso Schule? Ich denke, er lernt fürs Leben. Heiner hat Hermann im Wintermärchen ein ganzes Kapitel gewidmet. Das ist der Teutoburger Wald, den Tacitus beschrieben. Das ist der klassische Morast, wo Varus stecken geblieben.
Hier schlug ihn der Cheruskerfürst, der Hermann, der edle Recke. Die deutsche Nationalität, sie siegte in diesem Drecke. Lies selber, es ist zu lang zum Vorlesen, aber sehr schön. Und was, Oppermann, soll er damit in seiner Schule anfangen? Immerhin war Heine Bismarcks und Nietzsches Lieblingsdichter. Andererseits, nach allem, was ich von dir über diesen Vogelsang gehört habe, ist er vielleicht sein Lieblingsdichter nicht. Natürlich hat Hermann recht gehabt. Sein Aufstand war das einzig Richtige. Das haben ein paar Jahrhunderte vorher unsere Makkabäer auch gemacht. Sich aufgelehnt gegen die Unterdrücker und sie rausgeschmissen aus unserem Land. Wie euer Hermann die Römer aus eurem. Unserem? Eurem? Was soll das? Na, ihr fühlt euch doch als Deutsche. Ja, du nicht? Ich bin Jüdin. Es haben übrigens nicht alle Germanen so wie Hermann gedacht. Wieso? Sein Bruder Flavius ist römischer Offizier geblieben und hat unter Germanicus an der Weser gegen ihn gekämpft. Sein Schwiegervater Segestes hatte Mai 17 auf der Tribüne gesessen, als unten Germanicus die germanischen Gefangenen in seinem Triumphzug aufführte. Thusnelda, Hermanns Frau, und Hermanns dreijähriger Sohn marschierten mit. Segestes war ein Schwein, ein Verräter. In deinem jüdischen Zorn kommst du mir direkt germanisch vor. Die germanischen Frauen sind nämlich mit ihren Männern mitgezogen in die Schlacht. Und wenn die Männer getürmt sind, was auch unter Germanen vorkam, haben die Frauen sie mit Keulen und Kellen zurückgescheucht ins Gemetzel. Schön. Er hat die Schlacht im Teutoburger Wald gewonnen. Und was hat er damit zu Wege gebracht? Zu Wege gebracht? Ja, nichts direkt Greifbares. Nicht auf Dauer jedenfalls. 2 Jahre später gingen die Römer wieder über den Rhein. 6 Jahre später standen sie wieder an der Elbe. Von den 3 verlorenen Legionsadlern haben sie sich 2 zurückerobert. So gesehen war das Ganze nicht mehr als ein Kolonialkrieg, mit dem die Römer rasch fertig wurden. Dann dachte ich mir's doch, verrückt. Wie 70 Jahre später der Aufstand der Juden. Dieser Aufstand war gegen die glänzend organisierte Übermacht der Römer aussichtslos. Sowas geht nie gut. Weißt du, mein Junge, dass die Chose am Ende übel ausgegangen ist, beweist gar nichts. Der eine fragt, was kommt danach? Der andere fragt nur, ist es recht? Und also unterscheidet sich der Freie von dem Knecht. Dann hätte Hermann nach deiner Meinung Onkel Joachim recht gehabt? Nur durch den Aufstand haben die Germanen erfahren, wer sie sind, sich kristallisiert, sich erlebt. Ohne diesen Aufstand wären sie nie in die Geschichte eingetreten. Hermann hat ihnen ihren Namen gegeben. Nur das zählt, der Name, der Ruhm. Wie der wirkliche Cäsar war, ist uninteressant. Was lebt, ist der Mythos Cäsar. Namen Berthold. Ah, da liegt der Askewaldgewerk. Fertig? Ja,
Gerade. Wie wir es bei Heinzius gelernt haben. Allgemeine Einleitung, Setzung des Themas und These, Beweise, Einwände. Bloß nicht. Ach, bloß keine Einwände. Doch nicht bei Hermann, dem Deutschen. Aber das gehört zum Schema. Es gibt ja doch nicht nur eine Meinung. Doch. Über Hermann hat es bei Vorgesang nur eine Meinung zu geben. Ich widerlege ja die Einwände. Nach dem Punkt Einwände kommt sofort der Punkt Widerlegung der Einwände. Vogelsang will dich reinlegen. Denk dran. Ich lese euch mal den Schluss vor. Morgen spreche ich natürlich frei. Die allzu rationalistische Auffassung, dass Hermanns Tat von nur geringem Nutzen gewesen sei, dass die Geschichte ohne sie einen nur unwesentlich anderen Verlauf genommen hätte, diese Auffassung hält nicht stand vor dem Gefühl unbedingter Bewunderung, dass die Befreiungstat dieses Mannes gerade in einem Deutschen von heute hervorrufen muss. Ich möchte zum Schluss noch einmal Theodor Mommsen das Wort geben, dem ganz gewiss keine Neigung zu blinder, patriotischer Begeisterung vorgehalten werden kann. Umso schwerer wiegt, was dieser zu Nüchternheit und Sachlichkeit sich zwingende Historiker am Ende dann doch noch über Hermann sagt. Aber dem hochsinnigen Mann, der 26-jährig seine sächsische Heimat von der italischen Fremdherrschaft erlöst hatte, der dann in 7-jährigen Kampfe für die wiedergewonnene Freiheit Feldherr wie Soldat gewesen war, der nicht bloß Leib und Leben, sondern auch Weib und Kind für seine Nation eingesetzt hatte, um dann 37-jährig von Mörderhand zu fallen, diesem Mann gab sein Volk, was es zu geben vermochte. Ein ewiges Gedächtnis im Heldenlied. Zu dick? Zu starker Tobak? Nee, so lassen. Prima. Was hätten wir also heute? Richtig, den Vortrag Oppermanns. Bitte, Oppermann. Im Herbst des Jahres 9 nach Christus feierte Rom noch den Sieg über die aufständisch gewordenen Donauprovinzen, den bedeutendsten militärischen Erfolg des Imperiums seit dem Sieg über Hannibal. Da traf fast gleichzeitig die Nachricht von einer Niederlage ein, wie Kaiser Augustus sie in seiner 50-jährigen Regierungszeit noch nicht hatte hinnehmen müssen. Im Teutoburger Wald hatte der 26-jährige Hermann, Feldherr des germanischen Volkes der Cherusker, 3 römische Legionen, 20.000 Mann insgesamt, in einer 3 Tage dauernden Schlacht vernichtend geschlagen. So vernichtend, dass nur wenige Versprengte entkamen, um ihrem Kaiser im fernen Rom von dem unglaublichen Ereignis zu berichten.
Unglaublich deswegen, weil niemand vorher einen solchen Sieg der von den Römern nie wirklich ernst genommenen Barbaren über die am besten ausgebildete, am besten bewaffnete und erfahrenste Armee der Welt, eine wahre Kriegsmaschine, für möglich gehalten hatte. Seit dem Sieg Hermanns über Varus waren wieder der Rhein und die Donau Roms Grenzen. Und der römische Traum, Deutschland in eine Provinz des Imperiums zu verwandeln, war ausgeträumt. Darin liegt für mich die eigentliche Bedeutung der Schlacht im Teutoburger Wald für uns heutige. Dass es uns, die Deutschen, gibt, dass wir nicht wie unzählige andere Völker namenlos geworden sind, das verdanken wir dem Befreiungskampf Hermanns, den Eintritt der Deutschen in die Geschichte. In Mommsens Einleitung zum 8. Buch seiner römischen Geschichte steht der schöne Satz, es sei dem Künstler, aber nicht dem Geschichtsschreiber erlaubt, das Antlitz des Arminius zu erfinden. Wir wissen nur wenig über Hermann. Und was wir wissen, das wissen wir von den Römern. Da darf es uns nicht überraschen, wenn sich in der Mehrzahl der überlieferten Berichte der im Jahre 9 erlittene Schock der Niederlage nur allzu deutlich widerspiegelt. Und es sollte uns auch nicht überraschen, dass aus dem Schrecken, aus der Furcht davor, Hermann könnte die Germanen unter seiner Führung einigen und Rom selbst angreifen, oft Hass wurde. Velleius beschimpfte die Germanen als durch und durch verschlagen. Ein Volk wie geschaffen zum Lügen. Tendenzschriften. Auch ein nationaldenkender Historiker wie Professor Haig warnt davor, Hermann Motive zu unterstellen, die er einfach nicht hat haben können. Ihn zu einem klopstockschen Helden zu machen oder auch zu einem Vorkämpfer des Nationalitätsprinzips, das verkenne sowohl die Art der römisch-germanischen Beziehungen als entstelle auch die damaligen Verhältnisse der Deutschen. Auch Mommsen schränkt ein, die Erhebung habe nur geringen Umfang gehabt. Von einer germanischen könne man streng genommen gar nicht reden. Es sei auch mehr die Nachlässigkeit der Römer als das Verdienst der aufständischen Germanen gewesen, wenn deren Plan gelungen sei. Die tüchtigen und erfahrenen römischen Generäle und Truppen hätten zur Zeit des germanischen Aufstands noch an der Donau gestanden. Und Varus sei zweite Wahl gewesen, ohne jede militärische Erfahrung und Begabung. Ein Bürokrat. Rom habe Germanien nicht aufgegeben, weil es von den Germanen besiegt worden sei, sondern weil es mit der Besetzung und Verwaltung Deutschlands an die Grenzen seiner militärischen, wirtschaftlichen und finanziellen Kraft gekommen sei. Argumente Argumente, die es verdienen, ernst genommen zu werden. Andere bezweifeln, dass die Hermannschlacht wirklich die Bedeutung gehabt habe, die ihr neuerdings aus rein politischen Gründen zugemessen werde. Sie wenden ein, dass Luthers Bibelübersetzung und Gutenbergs Erfindung des Buchdrucks für Deutschland und sein Ansehen in der Welt weit bedeutsamer gewesen sein als die Schlacht im Teutoburger Wald. Praktisch blieb die Tat des Arminius, das müssen wir zugeben, ohne Bedeutung. Aber trotzdem, dies alles zugegeben. Nein! Ich gebe das nicht zu! Niemand hier gibt das zu, ich dulde das nicht! Hör das nicht länger mit an! Was denken Sie sich denn, junger Mensch? Wen glauben Sie denn, dass Sie hier vor sich haben? Hier vor deutschen Menschen. In dieser Zeit deutscher Notwende. Wagen Sie es, die ungeheure Tat, die am Beginn der deutschen Geschichte steht, als nutzlos, als sinnlos zu bezeichnen? Sie geben das zu, sagen Sie? Sie erdreisten sich, die Argumente des ödesten Opportunismus in den Mund zu nehmen. Und dann sagen Sie, Sie geben das zu? Wenn Ihnen schon selber jeder Funke deutschen Gefühls abgeht, dann verschonen Sie doch wenigstens uns. Vaterländisch Fühlende mit ihren Kotwürfen. Verbitte mir das. Hören Sie, Oppermann. Verbitte mir das nicht nur für mich selber, sondern im Namen dieser Anstalt, die vorläufig noch eine Deutsche ist. Ich bin ein guter Deutscher, Herr Dr. Vogelsang. Ich bin ebenso ein guter Deutscher wie Sie. So! Ein guter Deutscher sind Sie.
Wollen Sie das gefälligst anderen überlassen, zu bestimmen, wer ein guter Deutscher ist und wer nicht? Ein guter Deutscher! Wollen Sie sich nicht wenigstens entschuldigen, Oppermann? Nein. Ich werde mich nicht entschuldigen, Herr Dr. Vogelsang. Schön. Nehme das zur Kenntnis, Schüler Oppermann. Setzen Sie sich. Vielleicht werden Sie noch einmal froh sein, Oppermann, wenn man sich mit einer solchen Entschuldigung begnügt. Wir gehen jetzt an die Lektüre unseres Kleist. Ich wusste zuerst gar nicht, was er will, warum er so schrie. Es war bisher bei uns nicht üblich, die Vortragenden zu unterbrechen. Dr. Heinzius hat nie unterbrochen. Dabei hatte ich gar nichts gegen Hermann gesagt. Es war ein Einwand, ein Zitat. Meinen eigenen Standpunkt, was ich selbst über Hermann denke, hatte ich vorher klargemacht. So wie es auch in meinem Manuskript steht. Kennt Vogelsang dein Manuskript? Er hat mich danach gefragt. Und du hast wörtlich gesagt, was im Manuskript steht? Nicht wörtlich. Ich habe freigesprochen. Ich war ein paar Augenblicke lang nicht richtig konzentriert. Er hat mich durch sein Angestarre ganz nervös gemacht. Und als er dann losbrüllte, wollte ich mich nicht mehr auf mein Manuskript berufen. Jetzt soll ich mich für was entschuldigen, was ich gar nicht gesagt habe. Als die Römer in Judäa lagen, verlangten sie von den Juden sehr hohe Zölle. Fragten sie die Rabbinen des Talmud, soll man seine Ware richtig deklarieren oder nicht? Antworten die Rabbinen, weh dem, der es sagt, weh dem, der es nicht sagt. Was immer du tust, mein Junge, er wird versuchen, dir daraus einen Strick zu drehen. Also ich würde weder ja noch nein sagen. Ich würde erklären, das und das habe ich gemeint. Wenn es jemand missverstanden hat und sich beleidigt fühlt, dann will ich es nicht gesagt haben. Direktor François ist ein vernünftiger Mensch. François ist ein jolly good fellow. Aber die Boys werden es für einen Rückzieher halten. Es wäre gegen die Ehre. 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 Ich glaube übrigens nicht, dass sich Vogelsang das Schwein mit einer halben Erklärung begnügen wird. Für den ist die Sache nur mit einer runden, klaren Entschuldigung aus der Welt zu schaffen. Go ahead. Mach reinen Tisch. Spring über deinen Schatten. Zivilcourage hast du schon genug gezeigt. Du kannst nicht gegen den ganzen Schulapparat aufkommen.
Was du über Hermann gesagt hast, ist sicher alles richtig. Aber es hat keinen Zweck, solchen Burschen wie Vogelsang gegenüber auf einer Behauptung zu bestehen, bloß weil sie wahr ist. Nordische List, wie die Nazis sie anwenden, ist da viel angebrachter als Bekennermut. Falsch, falsch, falsch. Mit Opportunismus kommst du bei den Nazis nicht durch. Den imponiert nur Schneid. Du warst doch ganz einverstanden mit Hermanns Aufstand. Und jetzt soll ich auf meiner platten rationalistischen Kritik an ihm bestehen? Ich sehe da keinen Widerspruch. Noch sind Ferien und du hast genügend Zeit, dir die Sache durch den Kopf gehen zu lassen. Zehn Britersinnen mehr gewesen, haben wir gehandelt mit Wein. Einer ist von uns gestorben, Sennen mir geblieben, nur nein. Oi, ei, Schmerl mit dem Fiedele, Devie mit dem Bass. Sing mir schöne Liedele, Eufen mit dem Stross. Bleibt dir nichts anderes übrig, Berthold. Du musst dich entschuldigen. Tu's noch in den Ferien in einem Brief. Schreib an Direktor François. Er muss sich entschuldigen. Von wem sprichst du? Vom jungen Oppermann. Hatte ich dir nicht gesagt, sei vorsichtig. Stell dich gut mit dem Neuen. Aber nein. Mit dir hat man es wirklich nicht leicht. Du siehst dir nicht an, mit wem du sprichst. Überlegst nicht. Platzt mit allem heraus, was du gerade denkst. Lehr du mich deine Kollegen kennen. Streber, die ihre Ohren überall haben. Die merken sich, was du sagst. Wenn die Nazis erst mal am Ruder sind, dann kann dich eine einzige unvorsichtige Äußerung um Amt und Brot bringen. Und was wird dann aus mir und aus unseren drei Kindern? Die studieren noch, die brauchen noch unsere Hilfe. Und für deine Studien über den Einfluss des antiken Hexameters auf Klopstocks Wortgebung zahlt dir niemand doch nur die Butter aufs Brot. Ja, das willst du nicht hören. Dann blickst du zum Himmel und spielst den Beleidigten und Geduldigen und begreifst nicht, dass ich mich nur deinetwegen abquäle und mir Sorgen mache. Der Mensch verdirbt mir alles. 7 Jahre lang haben wir uns bemüht, den Jungen klares Deutsch beizubringen. Da lässt das Ministerium diesen Teutonen auf sie los. Mir wird übel von seinem geschwollenen Volksversammlungspathos. Wenn der Mensch wenigstens ein Konjunkturritter wäre. Und das Schlimmste ist, dass er es ehrlich meint. Dass er den Unsinn glaubt, den er daher schwatzt. Und ich muss mir das Gefasel ruhig anhören, muss höflich sein. Eine dunkle Zeit. Goethe hat gesagt, das Menschenpack fürchtet sich vor nichts mehr als dem Verstand. Vor der Dummheit sollten sie sich fürchten, wenn sie begriffen, was fürchterlich ist. Er hatte recht. Darauf kommt es jetzt nicht an, Alfred. Du kannst nicht vorsichtig genug sein. Und ich sitze da mit gebundenen Händen. Ich darf nicht zu dem gescheiten Jungen stehen gegen den Hornochsen, sein Lehrer. Denn leider hast du recht. Ließ ich mich dazu hinreißen, mich offen zur Vernunft zu bekennen, so würde die ganze Ochsenherde der völkischen Zeitungen losblöken und bliebe ungestraft. Denn die Republik ist schwach.
Die Republik gibt immer klein bei. Die Republik besänftigt, im Gegenteil noch, die blökenden Ochsen. Darum bring die Geschichte noch, bevor die Schule wieder anfängt, in Ordnung. Schieb das nicht auf die lange Bank. Sprich mit deinem Freund Gustav. Auf seinen Onkel wird der Junge ja hören. Bei Gelegenheit. Nicht bei Gelegenheit. Bei nächster Gelegenheit. Bist du nicht wie jedes Jahr am 31. bei deinem Freund zum Mittagessen? Ja. Dann. Spätestens. Die Nachbarskinder, sie können es nicht abwarten. In dieser Gegend? Mhm. Sie wollten mir die Geschichte von diesem Vogelsang zu Ende erzählen. Dieser Kerl also, dieser widerwärtige Phrasendrescher, den Sie mir in meine gute Schule hineingesetzt haben wie die Kartoffel ins Tulpenbeet, fordert nun, dass Ihr Neffe Berthold sich offiziell entschuldigt. Und das will er nicht. Er fühlt sich im Recht. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, lieber François, dann ist das ja auch. Was ist daran so problematisch? Der Junge hat eine vernünftige Behauptung aufgestellt. Der Lehrer hat sich aus einem vulgären Sentiment heraus nicht gelten lassen. Das Ergebnis ist eine Kontroverse. Na und? Wie oder wer oder was Hermann der Cherusker war, das kann doch eine Streitfrage sein. Glauben Sie ernstlich, dass im 20. Jahrhundert einem jungen Menschen, der in einem deutschen Gymnasium eine begründete und beweisbare Ansicht äußert, dafür mit dem Hinauswurf gedroht werden kann? Nein, nein, so weit ist es noch nicht. Aber Sie scheinen doch den Einfluss, den Hitlers Bewegung auch auf die Schule hat, zu unterschätzen. Ich hatte kürzlich eine Unterredung mit dem zuständigen Ministerialreferenten. Ein vernünftiger Mann, ein Gutgesinnter, mit dem ich mich verstehe. Er hat mir zugesagt, dass er Vogelsang baldigst aus meiner Anstalt versetzen wird. Na also. Aber auch der Ministerialreferent ist von äußeren Umständen abhängig und muss nach allen Seiten Kompromisse machen. Für mich ist darum nach wie vor die gegebene Taktik, die Sache dilatorisch zu behandeln. Wird Vogelsang versetzt, so ist der ganze Fall automatisch erledigt. Aber das ist, wie ich schon sagte, ein Potenziales. Es ist besser, nicht zu fest mit dieser Möglichkeit zu rechnen. Vielleicht können Sie, Dr. Oppermann, Ihrem Neffen zureden. Zureden? Darauf war ich nach Ihrer Einleitung nicht gefasst. Nein, mein lieber François, in dieser Angelegenheit kann ich Ihnen nicht helfen. Ich kann verstehen, wenn jemand eine Wahrheit, die er kennt, verschweigt. Aber nachdem mein Neffe seine Wahrheit einmal ausgesprochen hat, möchte ich ihm nicht raten, sie hinterher zu verleugnen. Oder sich gar dafür zu entschuldigen. Das habe ich erwartet. Sie, Ihre Lehrer und auch die Herren im Kultusministerium stehen doch zur Demokratie. Da fürchten Sie, mit dem einen einzigen Herrn Vogelsang nicht fertig zu werden? Courage, lieber François. Bedenken Sie, dass die Nazis mit all ihrem Schmierenzauber nur knapp ein Drittel der Bevölkerung haben dumm machen können. Bei so viel Aufwand ein erstaunlich dürftiges Resultat. Sagen Sie mir das oft und mit starken Worten. Es ist wichtig, dass wir das glauben. Aber es fällt mir nicht ganz leicht, es immer zu glauben. Thank you.
Fackelzug, Herr Professor. In der Aufnahme haben Sie ein Radio. Fackelzug? Sowas gab es doch früher nicht. Noch dazu im Radio. Wir werfen einen Blick in das Arbeitszimmer Adolf Hitlers. In hellem Licht steht er am Fenster und blickt hinaus
auf die vorbeimarschierende Etat, die ungeheuren Menschenmassen, die ihm zujubeln. Bei ihm steht. Wir kommen da überhaupt nicht vor. Der Herr Reichspräsident steht am Fenster, freut sich an der Marschmusik und schlägt mit dem Stock den Takt mit. Sonst kommen wir gar nicht vor. Es kommt nicht darauf an, was auf der Straße passiert, mein lieber Kollege Ranzow, sondern wie regiert wird und ganz besonders darauf, wer regiert. Ihr nämlich, die Deutschnationalen. Mit den drei Nazis im Kabinett werden wir doch alle mal fertig. Aber einer von den dreien ist Kanzler. Das ist doch der Sinn dieser Regierung. Hitler einzurahmen, ihn einzumauern. Und ihr glaubt, dass er sich einmauern lässt? Papen hat gesagt, in ein paar Wochen haben wir ihn so in der Ecke, dass er quietscht. Das ist nicht auszuhalten. Was bildet sich dieser Melentin ein, wer er ist? Schuldiener ist er! Pedell! Wir haben den entfesselten Proletarier gesehen. Das war nicht schön. Wir haben den entfesselten Großbürger gesehen, den Großagrarier und Militaristen. Das war scheußlich. Aber alles wird uns paradiesisch vorkommen gegen das hier. Den entfesselten Kleinbürger. Die Nazis und ihren Führer. Glauben Sie wirklich, verehrter Professor? Ich erwarte anderes. Das Jahrhundert der großen Schlachten hat erst begonnen. Ein Jahrhundert der Vernichtung wird es sein. Die Endgeschlechter der weißen Rasse werden unerbittlich aneinander gehen. Der Donner wird sich mit dem Meer und das Feuer mit der Erde begatten. Dafür muss man Gehirne mit Hörnern züchten. Darin sehe ich den Sinn des Dritten Reiches. Eine militante Transzendenz, ein Richtertum aus hohen, währenden Gesetzen, Züchtung von Rausch und Opfer, für das Sein verwandlungsloser Tiere. Ja, das ist die Perspektive. Na schön, wenn Sie meinen. Aber vorher nehmen Sie vielleicht noch einen Cognac und eine Zigarre. Oppermann. Ja, wir hören es hier auch. Das geht ja wohl noch bis Mitternacht. Natürlich müssen wir darüber reden, Jacques. Heute ist Montag. Noch in dieser Woche jedenfalls. Ich rufe Sie morgen vom Kontor aus an. Ja. Viele Grüße. Er hat recht behalten. Ich habe wirklich zu lange gewartet. Thank you.
Musik.